Ich spreche ins Mikrofon. Drehst du mal den Regler ein, so kleines bisschen höher. Jawohl, etwas, den etwas höher. Okay, den etwas höher. Ne, dreh der Regler 1 etwas höher, ist das okay? Versteht man mich? Ja, das Geraune war etwas arg laut. Ich möchte das nicht direkt ins Mikro reinsprechen, das Mikro ist ein bisschen popempfindlich, dann hört sich das nämlich so an. Deshalb darf ich nicht ganz direkt reinsprechen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Abend. Wir haben den Herrn Nico Pech eingeladen, von uns aus, von der Kaktus-Initiative, in Zusammenarbeit mit den Anstiftern, in Zusammenarbeit mit dem Klima- und Umweltbündnis Stuttgart und in Zusammenarbeit mit dem BUND. Die Informationen zu diesen Organisationen, die findet Sie da drüben an den Tischen. Wenn Sie sich also informieren wollen, tun Sie das bitte und tun Sie das gerne. Ich möchte ganz kurz unsere Kaktus-Initiative vorstellen. Wir sind hervorgegangen, eigentlich aus einer Aktion, die im Rahmen der Unternehmer gegen Stuttgart 21 gelaufen ist, nämlich unser Prozess gegen das Plakat an der IHK Jägerstraße, wo wir einen Prozess geführt und gewonnen haben. Und dann gab es 2012 die Wahlen zur IHK-Vollversammlung und zu den Bezirksversammlungen. Und das muss ich sagen, ich bin seit 82 IHK-Mitglied, selbstständig, komme aus Leonberg. Ich bin seit 82 IHK-Mitglied, bisher waren diese Wahlen natürlich immer eine Farce, weil es gab, wenn 5 Kandidaten zu wählen waren, gab es 5 Kandidaten, die aufgestanden sind und die auf dem Zettel drauf standen. Das hat sich 2012 dann halt plötzlich geändert. Wir haben eine Kampfkandidatur gemacht und es sind 22 Kakteen in die Vollversammlung plus 11 in die Bezirksversammlung reingewählt worden. Und wir versuchen natürlich innerhalb der IHK dann schon etwas Opposition zu machen. Ich möchte es nicht zu lang machen. Unser Flyer liegt auch drüben. Und bevor ich jetzt das Wort an dich übergebe, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, der Fritz Millert lässt hier diese Klingelbeutel rumlaufen und ich bitte Sie zur Deckung unserer Unkosten, Klingelkörbchen, richtig, ich sage Klingelbeutel, diese Körbchen da in die Tasche zu langen und gut zu füllen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Mein Name ist Manfred Nies, bin vom Klima- und Umweltbündnis Stuttgart. Freue mich, dass so viele Leute hier sind. Wir finanzieren, wie gesagt, unsere Veranstaltung aus Spenden. Ich kann natürlich Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Seele aus dem Klingelbeutel, aus der Hölle springt, wenn das Geld im Kasten klingt, aber Sie haben sicher eine gute Tat getan. Wir sind erfreut, dass so viele Leute sich doch jetzt für Postwachstum interessieren. Ich möchte vielleicht kurz eine persönliche Anekdote an den Anfang stellen. Ich bin im Januar bei einer Veranstaltung gewesen, Bad Bolde, ging es um gut, besser, zukunftsfähig. Und da saß so ein Herr mit Stoppelfrisur, Brille, relativ schlank, freundliches Gesicht am Tisch. Und ich bin freudig erregt auf ihn zugegangen, wollte ihn begrüßen. Es war aber nicht der Herr Pech, sondern es war Professor Schneidewind vom Wuppertal-Institut. Die sehen sich in manchem ähnlich. Es passiert wohl öfters, ist mir gesagt worden, dass die zwei verwechselt werden. Es gibt dann einige Parallelen, die ganz interessant sind. Also sowohl der Professor Schneidewind als auch Nico Pech sind beides Ökonomen. Das zweite ist, der Professor Schneidewind war der Vorgänger von Nico Pech an dessen Lehrstuhl in Oldenburg. Er ist dort jetzt Professor im Lehrstuhl für Produktion und Umwelt. Und auch da gibt es dann gewisse Parallelitäten und beide befassen sich natürlich mit Umwelt. Von daher ist da noch eine weitere Parallelität zwischen Nico Pech und Professor Schneidewind. Er ist außerdem jetzt noch Nico Pech in der Vereinigung Ökologische Ökonomie. Das ist ganz wichtig oder erfreulich, dass es nicht nur Wirtschaftswissenschaftler gibt, die neoliberale Ansichten haben, sondern dass es jetzt auch Wirtschaftswissenschaftler gibt, die versuchen, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen. Und außerdem ist Nico Pech noch Beirat bei ATTAC.
Das Thema von Nico Pech ist ja in manchem uralt, in manchem ist es auch sehr aktuell. Also er hat ein Buch geschrieben, das heißt Befreiung vom Überfluss. Diese Idee, die hat schon vor über 2000 Jahren auch Epikur schon festgestellt. Er hat mal geschrieben, wenn du Pythokles reich machen willst, dann gib ihm nicht mehr Geld, sondern nimm ihm einen Teil seiner Begierden. Das ist so auch ein Gedanke, der wohl mit in dem Postwachstum drin ist. Ein anderer, der wahrscheinlich in manchem auch Ideen von Nico Pech oder Nico Pech vielleicht umgekehrt das eine oder andere genommen hat, war Gandhi. Er hat einmal gesagt, live simply so that others might simply live. Also lebe einfach, sodass andere einfach leben können. Also dieser Zusammenhang war auch schon im letzten Jahrhundert wichtig. Und ein zweiter Gedanke von Gandhi, der vielleicht auch hier reinpasst, ist, there is a sufficiency in the world for man's need, but not for man's greed. Also die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Andererseits ist Nico Pech hochaktuell. Sie haben vielleicht die letzte Spiegel-Geschichte gelesen. Konsumverzicht. In diesem Spiegel-Artikel wird Nico Pech als der Radikale dargestellt. Ralf Füchs hat ihn als einer der grünen Pol Potts bezeichnet. Das können wir dann sicher nachher in der Diskussion noch rausarbeiten. Von daher wird es sicher nachher eine spannende Diskussion geben. Ich erwarte einen spannenden Abend mit Nico Pech. Bitte begrüßen Sie ihn. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl das Wetter ja so großartig ist, dass Sie auch in einen Biergarten hätten gehen können. Insbesondere bedanken möchte ich mich natürlich auch bei den vier Veranstaltern, bei der Anstiftung, beim BUND, bei KUS und natürlich bei Kaktus. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt dem Manfred Nies, der den Kontakt hergestellt hat, der ein ums andere Mal angerufen hat, um mich hierher zu locken, der mich bei sich untergebracht hat und der mich unterrichtet im Bereich Blues, weil er ein Blues-Experte ist, außer dass er ein Aktivist ist, der sich also hier gegen einige Pathologien wendet, die ich sicherlich ein ums andere Mal heute auch noch ansprechen möchte. Gut. Ja, zu meiner Person ist schon einiges gesagt worden. Also ich meine, ich könnte mich natürlich auch so vorstellen, gestatten Pol Pot, nennen Sie mich einfach Pot oder so ähnlich. Also nach dem... Nein, mal im Ernst. Also wenn ich jetzt in meine Stammkneipe in Oldenburg so gehe und da am Tresen stehe, dann werden schon Witze gemacht. Ne? Na, will die Prominenz aus Kambodscha noch ein Weißbier? Ja? Also Ralf Füchs ist schon wirklich ein Spaßvogel, obwohl er das selber gar nicht spaßig meint. Aber zu seinem großen Unwesen, zu seinem großen Leidwesen und zu seiner wahrscheinlich noch größeren Enttäuschung ist das ein großer Spaß, den er damit anzettelt, dass er als Hardliner des grünen Wachstums ernsthaft glaubt, wir könnten unser Wohlstandsmodell irgendwie so weiter fortsetzen, indem wir einfach nur die richtigen Technologien wählen oder uns für die richtigen Infrastrukturen oder Produktdesigns entscheiden. Ich hingegen vertrete die These, dass unser ohne wirtschaftliches Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell längst ein Ende erreicht hat. Man könnte auch sagen, die Party ist vorbei. Ich glaube, dass wir ein Gegenmotto brauchen zu dieser Logik des More and More oder des Mehr von Allem. Und dieses Gegenmotto ist dann schließlich auch zu einem Titel des kleinen Buches geworden, das ich vorgelegt habe. Und dieses hässliche kleine Buch wird dann auch vom Verlag als nichts anderes bezeichnet als eine Streitschrift. Okay, ob das so ist oder nicht, kann ich nicht richtig beurteilen. Ich möchte aber zu diesem Motto oder diesem Buchtitel schon so ein bisschen was sagen, um Sie in das Thema einzuführen. Befreiung vom Überfluss bringt eigentlich zwei Ideen zum Ausdruck. Zunächst einmal, dass wir eine reduktive Moderne brauchen. Der letzte Ausweg, der uns nach dem Scheitern aller bisherigen Versuche eines grünen Wachstums noch geblieben ist, bedeutet die Reduktion zu einem Gestaltungsprinzip moderner Gesellschaften zu machen.
Und die zweite Botschaft, die in diesem Titel drin steckt, lautet, dass Reduktion nicht Verzicht sein muss. Reduktion kann sogar bedeuten, dass unsere Freiheit, unser Wohlbefinden, unsere Souveränität, dass diese Dinge sogar regelrecht wieder aufleben. Es könnte sein, dass wir uns derzeit sogar von einer Wachstums- und Konsumdiktatur befreien müssen. Denn was ist der Preis für ein Leben in diesem Wohlstand? Das sind ökologische Probleme, das wissen Sie, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber es gibt noch einen zweiten Preis. Man braucht, um dieses Modell, das ja ohne Wachstum nicht stabilisierbar ist, braucht man natürlich immer, wenn sich eine Sättigung irgendwie auszubreiten droht, braucht man neue Projekte. Man braucht neue Schrittmacher eines Wachstums, auch wenn das Wachstum noch so absurd ist. Und natürlich braucht die Politik neue Leitbilder, die irgendwie dazu verhelfen, den Menschen versprechen zu können, dass das Wachstum nicht beendet ist. Solche Leitbilder kulminieren dann oft in Großprojekten. Stuttgart 21 oder neue Autobahn oder der Tiefseehafen da im Wattenmeer, wo ich meine Kreise ziehe, weil da mein Lebensmittelpunkt ist, da in Oldenburg. Oder dieser unsägliche Flughafen in Berlin oder die Elbphilharmonie. Jedes Gewerbegebiet, jedes neue Baugebiet, das ausgewiesen wird. Dies alles sind angstgetriebene Schritte. Das sind im Prinzip Elemente eines Amoklaufs, eines letzten Aufbäumens, eines Versuchs, etwas zu retten, was nicht zu retten ist, nämlich ein auf Wachstum beruhendes Wohlstandsmodell. Nur, okay, um aus dieser Logik herauszukommen, ist es erstmal wichtig, Widerstand zu artikulieren. Widerstand, der friedlich ist, der fröhlich ist, der sogar pazifistisch ist, um wirklich deutlich zu machen, dass ich unter Friedlichkeit verstehe, niemandem etwas zuleide zu fügen. Widerstand ist nötig, aber er reicht nicht aus. Man muss eine Alternative auch darstellen können. Ein anderes Beispiel dafür, dass also Pathologien unserer Gesellschaft offenbar nicht zu stoppen sind, obwohl jeder Mensch sieht, dass sie zu keiner guten Zukunft führen, das ist der Abbau von Kohle, Tagebau, etwa in der Lausitz oder, und dazu werden wir heute noch ein bisschen was hören, am Hambacher Forst, also hinter Köln. Da entsteht das größte Loch der Welt. Zumindest das. Er ist ja auch nicht von Menschen gemacht und er ist ein funktionierendes Ökosystem. Zumindest war er das mal. Dieses Loch in Hambach wird so groß sein wie der Bodensee. Da wird Kohle gefördert. Die Zerstörung, die damit einhergeht, lässt einen sprachlos werden. Ich gehöre nicht zu denen, die auf den Mund gefallen sind, aber mir fehlt die Rhetorik, um zum Ausdruck zu bringen, was für eine Zerstörung im Hambacher Forst oder natürlich auch in der Lausitz vonstatten geht. Was führt nun aber dazu, dass die Menschen, die dort im Einzugsgebiet leben, offenbar gar nicht so leicht zu mobilisieren sind, um irgendwie endlich mal eine Kulisse zu schaffen, die der Politik und die RWE und Vattenfall so viel Furcht einflößt, dass sie tunlichst diese Projekte schlicht und ergreifend auf den Schrottplatz der Geschichte befördern, sich also zurückziehen. Ganz einfach, die Abhängigkeit von diesem Wohlstandsmodell ist gestiegen. Wer plötzlich befürchtet, seinen Zweitwagen nicht mehr finanzieren oder die dritte Flugreise in die Karibik nicht mehr bezahlen zu können oder Probleme hat, die nächste Rate des Einfamilienhauses abzustottern, ist natürlich leichter erpressbar und frisst dann Kreide, wenn es gilt, solchen Projekten die Stirn zu bieten. Und auch das ist der Grund dafür, dass wir ein anderes Wohlstandsmodell brauchen. Und meine Behauptung ist, dass die einzige Möglichkeit, auch wieder politische Souveränität zurückzuerobern, die ist, sich unabhängiger zu machen von genau jener Industrieproduktion und jenem Wachstumsmotor, der diese Projekte notwendigerweise irgendwo hervorbringt. Ja? Gut. Und Befreiung vom Überfluss ist der Versuch, eine Logik zu kennzeichnen, die diese reduktive Moderne oder die dieses reduktive Ökonomiemodell möglich macht. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführung, um einen Einstieg zu finden in die Notwendigkeit eines reduktiven Wohlstandsmodells, möchte die wichtigsten Argumentations- oder Diskursebenen kennzeichnen, die uns verstehen lassen, weshalb ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes keine Option sein kann, um im 21. Jahrhundert eine Gesellschaft ökonomisch stabil, sozial integer und ökologisch verantwortungsvoll eben zu gestalten. Und viele dieser Wachstumsgrenzen mögen Ihnen bekannt sein, aber es gibt auch einige, die sind etwas neuer. Zunächst einmal drohen uns substanzielle, will sagen materielle Wachstumsgrenzen. Das heißt, die Mineralien, die Flächen, vor allem die Energieträger
und viele andere Leistungen der Ökosphäre und der Geologie, wenn man so sagen will, gehen uns aus, die wir aber bräuchten, um unser Wohlstandsmodell überhaupt so fortsetzen zu können oder sogar noch weitere Wachstumsraten zu erzielen. Peak Oil ist Ihnen ein Begriff. Damit ist gesagt, dass wir inzwischen das Fördermaximum des sogenannten konventionellen Rohöls erreicht haben. Nun gibt es Menschen, die glauben, wir können die damit verbundene Eskalation aufschieben, indem wir Fracking betreiben oder sogenannte Öl- und Teersande, wie etwa in Alberta in Kanada, eben abbauen. Ach, vielen Dank, das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay. Um mir was klarzustellen, es geht hier nicht um Honorare. Meine Bahnfahrt wird bezahlt, Bahncard 50, mehr nicht. Und ich kriege noch 2 Widerstandsbiere heute. Das ist vereinbart. Also, das, ja, nein, nein, nein. Es gibt bessere Stellen für einen Applaus. Ich möchte nur, dass kein Missverständnis entsteht, okay? Gut. Ja, was ebenfalls eben knapp zu werden droht, sind Flächen. Stellen Sie sich vor, wir haben es in Norddeutschland, also speziell in Niedersachsen, das ist ja das Bundesland, aus dem ich komme, haben wir es geschafft, jetzt einen Punkt zu erreichen, an dem wir nicht mehr die Flächen zur Verfügung haben, die es bräuchte, um den Getreidebedarf Niedersachsens in Niedersachsen zu befriedigen. Weil wir so viele Straßen, so viele Parkflächen, vor allem aber Gewerbe- und Wohngebiete und so viel Energiemais inzwischen verbreitet bzw. gebaut haben, dass wir jetzt in Niedersachsen gezwungen sind, Getreide zu importieren, billig zu importieren, weil alles andere unserem Wohlstand schädlich wäre. Also müssen wir Landgrabbing machen. Wir bemächtigen uns jetzt der Flächen in Lateinamerika und Asien, indem wir die Flächen entweder kaufen, pachten oder einfach die Getreideerträge kaufen. Wir müssen ja nur mehr Geld zahlen können als die Menschen, die dort leben. Das ist ja ganz einfach. Das heißt also, die Flächenknappheit findet nicht nur statt oder lässt sich nicht nur verspüren, etwa in Asien, wo dann diese Teller versus Tank-Diskussion ihren Ursprung nahm. Wir haben jetzt schon diese Diskussion Teller versus Flachbildschirm in Deutschland. Ja? Das heißt, Flächen werden durch auch regenerative Energieträger eben immer knapper. Also es geht nicht nur um Öl, aber es geht dann vor allem um Metalle, um Kupfer oder auch um die sogenannten seltenen Erden, wie etwa Coltan oder Neodym, Palladium und andere feine Substanzen, über die keiner redet, über die man auch nichts in der Schule erfährt. Dabei kann es sein, dass unserem Wirtschaftsmodell absehbar eine Coltankrise ja eher noch den Garaus macht als eine Ölkrise. Warum? Weil sie alle hier mit Coltan erschienen sind. Coltan ist im MP3-Spieler, in der Spielkonsole, im Notebook, im Netbook, im Beamer und vor allem in jedem Smartphone, in jedem Handy drin. Und unsere Wirtschaft, unser Bildungssystem, unser Gesundheitssystem, absolut alles in unserer Gesellschaft, ist so abhängig geworden von digitalen elektronischen Endgeräten, dass dann, wenn diese Substanzen fehlen, ohne die man diese Halbleitertechnik industriell überhaupt nicht verarbeiten kann, dass dann so etwas wie ein Kollaps droht. Diese vielen Abhängigkeiten markieren neue Wachstumsgrenzen. Der Club of Rome hat davon im Prinzip ja schon andeutungsweise gesprochen. Und jetzt, fast 45 Jahre später, bewahrheitet sich, was der Club of Rome angesprochen hat. Gut, dann gibt es psychische Wachstumsgrenzen. Über die war nie die Rede, in den 70ern etwa, als eine erste Welle der Wachstumskritik ihren Anfang nahm. Wir haben es in Deutschland geschafft, 2 Dinge gleichzeitig irgendwie miteinander zu verknüpfen oder dann sozusagen als ein historisches Ereignis feiern zu können. Wir haben es in einem Jahrzehnt geschafft, die Anzahl der Antidepressiva in Deutschland zu verdoppeln, nämlich in der Zeit von 2000 bis 2010. Und parallel dazu, verknüpft damit, können wir sagen, dass das Jahr, also dass sozusagen dieses Jahrzehnt eines ist, in dem ein Menschheitstraum in Deutschland in Erfüllung gegangen ist. Nämlich der Traum vom weit verbreiteten Wohlstand. All die Artefakte des Konsums, der Mobilität, der industriegemachten Bequemlichkeit, der digitalen Vernetzung, die sich vormals nur reiche Menschen leisten konnten, sind in diesem Jahrzehnt flächendeckend ausgebreitet worden. Amazon, Saturn, Mediamarkt, eBay, Schlecker, Aldi, Lidl machen es möglich, Ryanair, EasyJet. Inzwischen kann sich sogar, und bitte verstehen Sie das nicht zynisch,
weil Hartz IV ein Skandal ist. Aber selbst ein Hartz IV-Empfänger muss nicht auf den Flachbildschirm des Smartphones oder die Ryanair-Flugreise nach Mallorca verzichten, weil ich zahle mit meiner Bahncard 50 für die Eisenbahnfahrt von Stuttgart nach Oldenburg mehr als jemand, der fünfmal nach Mallorca mit einem Billigflieger fliegt oder nach Venedig oder weiß der Kuckuck wo. Das heißt, wir haben eigentlich dieses von Neoliberalen und Linken immer verfolgte Ziel, man hat nur über den Weg gestritten, des massenhaften Verbreitens von Wohlstand. Wir haben dieses Ziel erreicht und ausgerechnet in dem Moment werden die Menschen immer kranker. Sie brauchen immer mehr chemische Substanzen, um ihr inneres Gleichgewicht, ihre psychische Stabilität zu erhalten. Inzwischen wird dieses Problem zu einem ökologischen Problem. Wenn Sie in konzentrischen Kreisen um europäische Metropolen herum, also da, wo die Tempel des konsumtiven Lebens und der globalen Vernetzung regelrecht existieren, ja, wenn Sie da Grundwasserproben entnehmen, stellen Sie fest, dass jene chemische Substanz, die dort mit maximaler quantitativer Ausprägung nachzuweisen ist, eben jene ist, aus denen Prozac und andere Antidepressiva hergestellt werden. Die Menschen nehmen ausgerechnet da, wo das Maximum an konsumtivem Wohlergehen zu verzeichnen ist, so viele Antidepressiva ein, dass selbst über die Ausscheidung, die Kanalisation und die Klärwerke noch so viel übrig bleibt im Grundwasser, dass dies inzwischen ein ökologisches Problem zu werden droht. So viel also zu der Aussage, dass viel materielle Freiheit, viel subjektives Wohlbefinden oder Glück oder Zufriedenheit bedeuten soll. Zu dem Punkt werde ich später noch einiges im Sinne einer konstruktiven Wende sagen. Dritte Ebene der Wachstumskritik. Oft wird behauptet, wirtschaftliches Wachstum sei ein adäquates Instrument, um mehr soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Ja, komisch, dass wir dann also tatsächlich ein Hartz-IV-Problem haben in Deutschland, während mal mit Ausnahme der letzten Finanzkrise wir doch eigentlich kontinuierlich immer Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes hatten. Auch sonst ist mir in Europa kein Land bekannt, von dem sich wirklich widerspruchslos an den empirischen Daten nachzeichnen lässt, dass in längeren Phasen des konstanten oder zumindest vom Trend her des konstanten wirtschaftlichen Wachstums mehr an Verteilungsgerechtigkeit im Bereich des Einkommens oder des Vermögens erzielt worden wäre. Was in der Tat eingetreten ist, das ist ein Phänomen, das der Ihnen bekannte Soziologe Ulrich Beck mal als Fahrstuhleffekt bezeichnet hat, dass auf einem immer höheren materiellen Plateau aber immer größere Verteilungsunterschiede klaffen, beispielsweise im Vermögen und im Einkommen sowieso. Aber viel eklatanter ist für mich folgende Logik. Es gelingt offenbar auch nicht in den sogenannten Entwicklungs- oder Dritte-Welt-Ländern durch wirtschaftliches Wachstum, denen zu helfen oder denen bessere Zugriffe auf lebenswichtige Ressourcen zu ermöglichen, die zu den Ärmsten der Armen gehören. Es stimmt ja, dass in Indien, China, Malaysia, Brasilien, Kolumbien und so weiter, neue konsumierende Mittelschichten entstehen, die nach und nach schrittweise in die Lage gekommen sind, einen Teil unseres konsumtiven Lebensstils zu kopieren. Aber gleichzeitig stellt man fest, dass in diesen Ländern die wirklich Armen, die Ärmsten der Armen, sogar verlieren, weil nämlich der Strukturwandel, den diese Länder vollziehen, um zu sogenannten Schwellen- oder Aufsteigerökonomien zu wenden, dieser Strukturwandel bedeutet, dass innerhalb des Landes die Ressourcen umverteilt werden müssen, nämlich aus den eher ruralen, also den eher ländlichen Gegenden hin zu den Metropolen oder den Zentren, wo langsam eine Industrialisierung stattfindet. Diese Industrialisierung bedeutet, dass dann diese Länder, teilweise ist das nichts anderes als das Verhökern von Rohstoffen, aber dass die dann sozusagen diese Vorprodukte oder industrielle Vorprodukte, teilweise Intermediates nennt man die, sozusagen auf dem Weltmarkt verkaufen können und für die Exporterlöse selbstverständlich dann wiederum die Investitionen tätigen können, die man braucht, um weitere Industrialisierungsschübe vonstatten gehen zu lassen. Nur diejenigen, die davon ausgeschlossen sind und sogar Ressourcen verlieren, sind die Ärmsten der Armen. So ist es dann kein Zufall, dass Sie in Brasilien, also ausschweifendes Leben, wenn man mal von den Slums absieht, in den Metropolen hat, während die Flächen im Amazonasgebiet, von denen Ureinwohner oder Selbstversorger abhängig sind, genau jene Ressourcen darstellen, die okkupiert werden, um sie in Früchte oder Vorprodukte zu verwandeln. Energiepflanzen, Soja, Maniok und so weiter und so fort oder eben andere Mineralien. Das heißt also, Wirtschaftswachstum kann sogar dazu führen, dass die Ärmsten der Armen ärmer werden, weil
der Strukturwandel, den das Wirtschaftswachstum braucht, die genau diese Eigenschaft hat. Kommen wir jetzt zu der vierten Ebene, unbeherrschbare Finanzkrisen. Oft wird gesagt, dass das Desaster, das mit dem Namen Lehman Brothers oder mit den sogenannten Subprime-Derivaten in Amerika also assoziiert ist, dass dieses Desaster irgendwie zu tun hat mit der Gier und Verantwortungslosigkeit der Finanzmanager, hat zu tun mit dem Bankensystem, mit dem Schuldgeldsystem, mit dem Zinseszinssystem, hat zu tun mit der Unfähigkeit der Regierung, hat zu tun auch mit der Verschwendung der Regierung oder der Fiskalpolitik. Das stimmt alles. Aber ich glaube, der eigentliche Kern ist, dass wir in Europa, in Amerika, Japan und anderswo einem Wachstumsdogma frönen, dessen Umsetzung in die Realität gar nicht anders darstellbar ist als Motor für systematische permanente Verschuldung. Ein Beispiel, um es hier kurz zu halten. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in Brüssel für ein Jahr alle europäischen Subventionen aussetzen. Können Sie mir dann eine Branche nennen, ganz gleich, ob das der private oder der öffentliche Bereich ist, die nicht laut aufjaulen würde und sagen würde, hu, jetzt haben wir aber ein Problem. Die Landwirtschaft würde erstmal zusammenbrechen, der Verkehr würde zusammenbrechen. Ja? Denn die Subventionen, die da ausgeteilt werden, betreffen ganz viele Bereiche. Die Ernährung, die Wasserversorgung, die Müllentsorgung, die Energieproduktion, das Bauen und Wohnen, dann vor allem die Sicherheit, die Gesundheit, die Kultur, die Telekommunikation. Ja? Also alle Bereiche werden irgendwie subventioniert und damit werden diese Subventionen, die ja ganz starken Anteil an der systematischen Verschuldung der öffentlichen Haushalte haben, werden zu einem Dauerkonjunkturprogramm, das dazu dient, eine Wachstumsmaschine, ohne die unser Wohlstandsmodell nicht zu stabilisieren ist, am Laufen zu halten, die sich aus eigener Dynamik, also aus der Marktdynamik, gar nicht mehr selber speisen könnte. Und dann gibt es ein zweites, was damit reinspielt, nämlich, dass diese Subventionen uns auch auf direkte Weise sehr reich machen. Warum ist das so? Früher, als mein Opa noch lebte, hätte er, wenn er sich so eine recht schlichte Armbanduhr, wenn er sich die hätte kaufen wollen, hätte er sich die, so hieß es damals, vom Munde absparen müssen. Diese Spruchweisheit muss man sich mal genau näher, also mal näher anschauen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt letzten Endes implizit der Sachverhalt, dass zu Lebzeiten meines Opas der größte Teil des Einkommens eben noch aufgebracht werden musste, um sich zu ernähren. Und so war nicht viel übrig für die schönen, die luxuriösen Dinge des Lebens. Heute wird über die Subventionierung der Nahrungsmittel künstlich ein so brutal niedriger Nahrungsmittelpreis herbeigeführt, dass wir Nahrung heute behandeln wie Abfall, wie ein sogenanntes, so nennt man das in der Ökonomie, freies Gut. Aus den Statistiken diesbezüglich entnehmen Sie, und zwar flächendeckend über alle Studien hinweg, den Befund, dass etwa 50% aller in Europa hergestellten Nahrungsmittel zu Abfall werden. Wir haben es nicht mehr nötig, so billig sind diese Nahrungsmittel geworden, uns drum zu kümmern. Und wie gesagt, weil das ja nicht nur Nahrung, sondern auch die anderen von mir aufgezählten Bereiche betrifft, wird unser Einkommen entlastet davon, die wahren Preise zu zahlen für die Dinge, die unsere basalen Grundbedürfnisse befriedigen. Also bleibt mehr übrig für den Flachbildschirm, den SUV, das Einfamilienhaus, die Flugreise, das Notebook, das wunderschöne Armani-T-Shirt und was es so alles gibt. Ja? Nein, nicht Armani. Dass Sie da nicht gelacht haben, das kränkt mich. Sie trauen mir also zu, dass ich ein Armani-Tücher. Also, so ist es nicht. Okay, kommen wir jetzt zu der entscheidenden, also eigentlich der fünften Wachstumsgrenze, die ich ganz kurz behandeln möchte, obwohl das wäre mein Spezialgebiet. Da müsste ich Sie eigentlich eher zu einer Vorlesung einladen, um Ihnen deutlich zu machen, dass so etwas wie grünes Wachstum schlicht und ergreifend schon theoretisch nicht funktionieren kann. Was ist denn grünes Wachstum? Unter grünem Wachstum versteht man eigentlich eine Strategie, die darauf beruht, über technischen Fortschritt zu erreichen, dass die Wirtschaft weiter wachsen kann, das heißt, dass der Output, dass die Produktionsmenge der Wirtschaft, gemessen in Bruttoinlandsprodukteinheiten, weiter zunimmt und gleichzeitig die ökologische Entlastung erreicht wird, also zum Beispiel CO2-Emissionen, Flächenverbräuche, Kupferverbräuche, Abfälle, Eingriffe in die Biodiversität verringert werden können. An diese Alchemie glaubt derjenige, der mich also da als grünen Pol Pot bezeichnet hat. Aber Ihnen muss klar sein, dass es in Deutschland kein Landesparlament gibt, und das gilt für den Bundestag erst recht, in dem irgendein Mensch sitzt, irgendeiner Partei, der etwas anderes glaubt.
oder etwas anderes als Politikprogramm verfolgt. Das gilt auch für Parteien in Baden-Württemberg. Alle glauben wirklich, wir können dieses Wohlstandsmodell erhalten, wir können es sogar noch ausdehnen, wir können auch den Afrikanern sogar versprechen, bald so leben zu können wie wir, wenn sie alles richtig machen, nämlich so wie wir, wenn nur, wenn wir mehr investieren in technischen Fortschritt, der ökologische Effizienz hervorbringt, das heißt, dasselbe Wohlstandsergebnis erlaubt bei geringerem Einsatz von ökologisch relevanten Ressourcen, oder zweite Möglichkeit, wenn wir alle Dinge so produzieren, dass sie in einem geschlossenen Kreislauf bleiben, oder dritte Möglichkeit, nur noch Energie zu verwenden, die emissionsfrei ist, also regenerative Energie. Das sind die drei Tricks, die seit 40 Jahren diskutiert werden, um irgendwie sich klarzumachen, dass man sich nur anstrengen muss in der Forschung und Entwicklung und vor allem auch in den Innovationen, um so etwas hinzubekommen. Man kann sehr gut zeigen, dass das in einem geschlossenen thermodynamischen System, das ist die Erde nun mal, dass das schon theoretisch nicht möglich ist. Aber trotzdem wird es versucht, so als könne in der Praxis etwas wahr werden, was sich schon theoretisch nicht darstellen lässt. Das kommt mir so vor wie ein Mathematiker, der die Gesetze von Adam Riese verstanden hat, darüber sogar eine Doktor- und Habilarbeit verfasst hat, aber jetzt in jeder Hand zwei Erbsen hat, sie bei geschlossenen Augen auf den Tresen fallen lässt, die Augen schließt und hofft, dass es 5 Erbsen sind. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Es funktioniert deshalb nicht, weil jede neue Technik, weil jede neue Produktkategorie oder Variante nie zum ökologischen Nulltarif zu haben ist. Alles, was die Wirtschaft wachsen lässt, ist Resultat arbeitsteiliger, industrialisierter, Mineralien- und energiebenötigender Produktion, die immer raumdurchdringend sozusagen von der Angebotsseite gegen Geld transferiert werden muss zur Nachfrageseite und dann entsorgt werden muss. Es muss gelagert, es muss verpackt, es muss transportiert werden, was sozusagen als Resultat industrieller Arbeitsteilung die Wirtschaft wachsen lässt. Wenn nun einer sagt, Moment, man könnte doch ohne Energie, ohne Maschinen, ohne Transporte, ohne andere ökologische Schäden verursachende Artefakte und Technologien produzieren. Zum Beispiel, indem man Dienstleistungen produziert, mit Kopf und Händen oder handwerklich tätig ist. Das Dumme ist nur, dass wir dann sofort an eine Wachstumsgrenze dergestalt kommen, dass wir sehen, dass ein Mensch physische Grenzen hat. Der Handwerker, der keine Energie verbraucht und der kein hochtechnisiertes Werkstattambiente verwendet, der kann zwar sogar unter Schlafentzug versuchen, noch eine Stunde mehr zu arbeiten, um den Output zu erhöhen, aber er kippt dann auch irgendwann um. Er kann noch schneller arbeiten, aber dann fängt er an, Fehler zu machen. Das heißt, das, was menschliche Schaffenskraft ausmacht und was ja theoretisch ohne ökologische Schäden darstellbar wäre, das ist sofort praktisch erschöpft. Und erst wenn der Mensch, wenn die menschliche Hand ein Touchscreen oder ein Hebel, ein Schalter hat, um eine Symphonie der Ressourcenumwandlung in Gang zu setzen, sodass Maschinen, Automatisierung, Elektrifizierung, Mechanisierung, Digitalisierung sozusagen als Verstärker, ja, den Wohlstand erzeugen, dann kann die Wirtschaft wachsen. Aber genau das kann unter Berücksichtigung der Gesetzen der Thermodynamik nicht ohne ökologische Schäden darstellbar sein. Und Sie werden dann irgendwann auch einsehen, dass Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Elektromobile, Passivhäuser, ökologische T-Shirts letztlich nie komplett zum ökologischen Nulltarif zu haben sind, was nicht gegen diese Dinge spricht, sondern nur deutlich machen soll, dass man nicht die Wirtschaft dauerhaft auf Basis solcher Ersatzlösungen wachsen lassen kann. Und um Ihnen eine solcher ökologischer Grenzen irgendwie etwas näher vor Augen zu führen, möchte ich mich mit dem Klimaschutz beschäftigen. Bevor ich das tue, habe ich hier noch ein kleines Zitat für Sie, das also zum Ausdruck bringt, worauf unser Wirtschaftsprinzip eigentlich beruht. Und das muss ich jetzt tatsächlich vorlesen, weil das ein längerer Text ist. Und ich habe mir das Zitat rausgesucht, weil ich bin ja hier im Württembergischen Kunstverein und Walter Benjamin ist unter anderem, natürlich durch viele andere wunderbare Literatur auch, ist bekannt geworden durch die Beschreibung eines Bildes von Paul Klee. Und diese Beschreibung möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein Engel ist darauf dargestellt, das ist Angelus Novus. Das ist das Motiv des Gemäldes von Paul Klee.
Ein Engel ist darauf dargestellt, der so aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Entschuldigung. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm in den Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Und ich gebe ganz ehrlich zu, als Manfred Nies mich heute vom Bahnhof abholte und wir sozusagen durch das Gelände gingen, Sie wissen, welches Gelände ich meine, oder? Da habe ich mich abermals an dieses Zitat erinnert gefühlt. Ich hatte es aber schon vorher in diese Präsentation eingebaut. Aber die Welt ist klein. Gut, kommen wir also jetzt, wie versprochen, zu der vielleicht wichtigsten ökologischen Grenze, die meines Erachtens nicht verhandelbar ist. Und da kann man umgekehrt auch sagen, es gibt in keinem deutschen, sogar europäischen Parlament irgendjemanden, einen Einzelnen oder eine Partei, der beziehungsweise die nicht der Auffassung ist, dass wir alles Menschenmögliche tun müssen, um das sogenannte 2-Grad-Klimaschutzziel einzuhalten. Diese wichtige Grenze heißt, dass wir die Lebensgrundlagen erhalten. Viele von Ihnen werden sagen, naja, Klimaschutz ist nicht alles. Aber leider gilt im Umkehrschluss, dass ohne Klimaschutz bald alles nichts ist. Die Funktionsfähigkeit unserer ökologischen Systeme hängt daran. Nahrungsmittelanbau hängt daran. Ja? Es geht also nicht an diese Grenze einhalten. Wir haben erlebt, dass sogar die Bundesregierung sich ja zu dem 2-Grad-Klimaschutzziel bekannt hat und sogar Frau Merkel einmal, das war 2007, gesagt hat, wenn wir ernst machen mit diesem Ziel, würde es bedeuten, dass jeder Mensch auf diesem Planeten nur noch ein ganz bestimmtes Kontingent an CO2 verursachen darf, als eine Folge des Ausübens materialisierter Freiheiten. Mobilität, Ernährung, Wohnen, Konsum und so weiter und so fort. Wir haben dann nämlich nur ein Globalbudget noch, das etwa bis 2050 750 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten beträgt. Und wenn wir nun dieses globale Budget, weil natürlich Gefängnisinsassen, Säuglinge, Pflegefälle da auch mit drin sind in diesem Durchschnittswert, also Menschen, die kein Flugzeug-SUV benutzen oder ein 160 Quadratmeter Einfamilienhauspalast ihr eigen nennen. Und vor allem viele CO2-Mengen, die wir erzeugen in Deutschland, das heißt nicht ganz in Deutschland, sondern außerhalb Deutschlands, werden hier auch nicht mitgerechnet. Wir haben ja nicht nur eine Globalisierung der Güterproduktion herbeigeführt durch technischen und vor allem kommunikationstechnologischen Fortschritt. Wir haben jetzt eine zweite Globalisierungswelle, zu der ich gleich noch was sagen werde, nämlich eine Globalisierung unserer selbst. Wo ist denn noch die Schule in Deutschland, wo die Kinder nicht mit einem Flugzeug irgendwo hinreisen, weil es billig, weil es bequem und weil es atemberaubend und weil es fortschrittlich ist? Schwarzwald war gestern, Sri Lanka ist heute. Das ist das Credo auch unseres Bildungssystems geworden. Junge Menschen an den Universitäten, an den Fachhochschulen müssen sich inzwischen rechtfertigen dafür, wenn sie während ihres Studiums nicht so viel Kerosin verballert haben, wie meine Eltern und Großeltern ihrem ganzen Leben nicht. Weil wenn sie das nicht gemacht haben, dann waren sie offenbar nicht in Brasilien, um da ein Experteninterview zu führen oder um zu einem Workshop nach Port Elizabeth zu fliegen oder um Feldforschung zu machen. Oder sie haben es versäumt, einen Schüleraustausch schon während der Schulzeit zu absolvieren. Wie können die da weltoffen sein? Wie können die da fortschrittlich oder gebildet oder fit für die globale Welt sein? Und das ist inzwischen eine Tendenz, wie gesagt, auf die ich gleich noch kurz eingehe, die dazu führt, dass jene, die global mobil sind, natürlich nicht bei 11 Tonnen CO2 liegen, sondern wohl eher beim Doppelten. Gut, aber noch ein Wort zu dieser Logik einer ökologischen Grenze. Und ich hätte ja auch ein anderes Beispiel nehmen können. Trinkwasser, Phosphate, Kupfer, Coltan und so weiter und so fort. Dieser Trichter, den ich hier auf die Folie gezeichnet habe, bringt zum Ausdruck, dass nachhaltige Entwicklung, die diesen Namen verdient, nicht nur bedeutet, innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen zu bleiben,
sondern dass innerhalb dieser ökologischen Grenzen Fairness, soziale, globale Gerechtigkeit herrschen müssen. Deswegen brauchen wir ein solches Modell der Reduktion und Anpassung. Reduktion deshalb, weil diejenigen, die ökologisch über ihre Verhältnisse gekommen sind, durch eine Reduktionsleistung diesen globalisierungsfähigen Zielkorridor anpeilen müssen. Und Anpassung deshalb, weil natürlich Menschen, die da leben, wo eine materielle Unterversorgung an der Tagesordnung ist, das Recht zugestanden haben müssen, sogar noch zusätzliche CO2-Emissionen zu verursachen über schmutziges Wachstum, das nun mal nötig ist, um wenigstens jene Infrastruktur herbeizuführen, die erstens Nahrungsmittelsicherheit herstellt, zweitens ein Bildungs- und drittens ein Gesundheitssystem erlaubt, das diesen Namen verdient. Wenn ich also in Malawi oder an der Elfenbeinküste stünde vor einem Publikum, dann könnte ich nicht sagen, hey, wir machen jetzt mal hier Postwachstumsökonomie, wir drücken auf die Stopptaste einer jeden weiteren ökonomischen und technischen Entwicklung und sehen mal zu, wie wir klarkommen. Das wäre eine Menschenrechtsverletzung. Da gibt es eine Kindersterblichkeit, die ist es Ihnen bekannt, die nicht erträglich ist. Da ist eine Gesundheitsversorgung, die irgendwo bei Null ist. Das geht nicht. Deswegen müssen die unterversorgten Lebensstile das Recht bekommen, genau wie wir ein kleines Quantum an ökologischer Kapazität in Anspruch zu nehmen, um das Nötigste an basalen, an materiellen Bedürfnissen befriedigen zu können. Denn es gibt auf diesem Planeten nichts zum ökologischen Nulltarif. Und deswegen ist die Ökosphäre knapp. Und weil sie knapp ist, beschwört sie ein Gerechtigkeitsproblem herauf. Gut, aber wie kann man so ein Modell, das nun letzten Endes ja auch an einer ethischen Frage festzumachen ist, nämlich, was darf sich im 21. Jahrhundert ein Einzelner oder eine Einzelne noch nehmen, ohne sozial und ökologisch über seine bzw. ihre Verhältnisse zu leben? Das ist die entscheidende Zukunftsfrage. Nun stellt sich natürlich vor dieser Frage eine zweite Frage, nämlich wie kann man das erreichen? Die einen sagen, es geht über grünes Wachstum und die deutsche Energiewende ist dann der Kronzeuge. Und andere behaupten eben, das geht nur über eine reduktive Form der Gestaltung einer zukünftigen Ökonomie. Da könnte man etwa das von mir diskutierte Modell der Postwachstumsökonomie ins Feld führen. Genau das tue ich auch im nächsten Schritt, das heißt im übernächsten. Ich möchte zunächst noch mal was zum grünen Wachstum sagen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Idee des grünen Wachstums in der Praxis längst gescheitert ist und theoretisch erst recht. Aber auch die deutsche Energiewende droht zu scheitern. Warum? Weil die deutsche Energiewende ausschließlich beruht auf verschiedenen Versprechungen, man könnte fast sagen Dogmen. Erstens, es geht nur darum, regenerative Energie, und zwar zusätzlich zu produzieren. Zweitens, niemandem soll zugemutet werden, sich irgendwie einzuschränken. Das heißt, es wird versprochen, durch diese Energiewende unseren Wohlstand erhalten zu können. Und drittens, Naturschutz spielt keine Rolle. Und das Problem mit dieser Energiewende ist schlicht und ergreifend, dass wir nun dabei sind, wenn wir nicht endlich eine Reduktion unserer Energieverbräuche als Priorität anzuerkennen, dabei sind, ganze Landschaften umzugestalten, wie etwa in Norddeutschland, wo ganze Steppen bestehend aus Energiemais entstanden sind. Auch im Mittelgebirge sind viele Windkraftanlagen gebaut worden, ganze Windkraftparks, von denen viele sagen, die nicht nur da leben, sondern das von Weitem sehen, das hätte nicht passieren dürfen. Auch die Ausbreitung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, etwa im südlichen Teil der Republik, sind ein ökologisches Problem. Und doch gibt es keine Alternative zur Solarenergie, zur Solarthermie, schon gar nicht zur Windenergie. Und selbst Bioenergie kann eine Rolle spielen in einer reduktiven, in einer bescheidenen, in einer Energiewende, nämlich die sich an ökologische Grenzen hält. Regenerative Energieträger sind unverzichtbar, aber niemals zum ökologischen Nulltarif zu haben. Sie lösen kein Problem, sondern sie verwandeln ein Problem in ein anderes. Und deswegen muss man mit dieser an sich unverzichtbaren Technologie entsprechend auch sparsamer umgehen. Es gibt aber noch ein paar andere Probleme. Erstens, Güterverkehre, der motorisierte Individualverkehr, Schiffsverkehre, Flugverkehre sind nicht inbegriffen, weil wir auch keine technische Lösung dafür haben. Für die Heizenergie der Häuser gibt es im Bereich der regenerativen Energie nicht viele Lösungen, sondern nur Lösungen, die im Prinzip einmal angewandt werden können. Zum Beispiel die Dämmung der Gebäudehülle, Kraft-Wärme-Kopplung. Aber wenn wir dann ein
Großteil der Immobilien ausgestattet haben mit dieser Optimierung, wie soll dann die Wirtschaft weiter wachsen? Ja? Dann ist dieses Potenzial letztlich erschöpft. Dann haben wir ein Problem in der Speicherung von Energie. Das heißt also, bis auf Pumpspeicherkraftwerke haben wir nur wenig Möglichkeiten. Ich habe selber geforscht im Bereich der Smart Grids. Das ist die Idee, eine Schwarmspeicherkapazität aufzubauen über Elektromobile oder die sogenannten virtuellen Kraftwerke, dezentrale Energiemanagementsysteme. Das sind schöne Theorien, für die wir immer noch keine Praxisbeispiele haben, die belastbar sind. Trotzdem muss die Forschung da weitergehen. Aber wir müssen endlich etwas mehr Demut entwickeln und nicht glauben, wir können so ähnlich wie bei Spock oder Scotty oder Kirk sagen, beam me up oder Warp-Geschwindigkeit, das geht schon alles irgendwie rein technisch in Ordnung. Nein, die Technik hat eben hier ihre Grenzen. Das größte Problem ist, dass für viele Bereiche, die gar nichts mit Elektrizität zu tun haben, gar keine Lösungen existieren. Die meisten habe ich aufgezählt. Der Flugverkehr ist hier das größte Problem. Ich habe noch ein paar Folien für Sie vorbereitet, die ich jetzt aber erstmal überspringe. Nochmal zur Energiewende, also 22% oder sogar 25% an erneuerbarer Energie wird ja oft immer behauptet, hätten wir schon erreicht, um damit irgendwie Mut zu machen. Die Wahrheit ist, wir haben nur, das ist das Mikrofon hier. Wir haben nur 11%, wenn wir alle Primärenergieverbräucher einbeziehen. Das ist eben das Problem, das wird nie dazu gesagt. Und dann, wenn es so ist, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ja die meiste Produktion unseres Wohlstandsmodells globalisiert ist, ist der deutsche Energiemix im Hinblick auf seine Aussagekraft so viel wert, nicht mal so viel wert wie ein Stück Papier. Dieses Mikrofon ist zu 100% in Asien produziert worden. Diese Uhr kommt auch aus Asien oder also wahrscheinlich aus Indien. Dieses T-Shirt kommt nicht zu 100% aus Deutschland. Die Farbe auf diesem Pult kommt nicht aus Deutschland. Das Notebook kommt nicht aus Deutschland. Der Blumentopf kommt ja aus Deutschland. Die Lampen da oben. Weil das so ist, ist nur der Weltenergiemix aussagekräftig im Hinblick auf die Grenzen und Möglichkeiten und die noch zu bewältigenden Herausforderungen einer Energiewende. Und da sieht es etwas bescheiden aus. Die sogenannte moderne oder neue regenerative Energie nimmt auf dem Planeten Erde, der ja unser Produktionssystem darstellt in einer entgrenzten globalisierten Welt, nimmt mal gerade 0,9% ein. Tendenz nicht steigend, weil die Kohle eine Renaissance hat, auch in Deutschland. Deswegen habe ich gerade den Hambacher Forst und die Lausitz erwähnt. Und anderswo, wo wir produzieren lassen, entstehen die Kohlekraftwerke. Der elektrische Strom, der in die Produktion dieses Mikrofons eingeflossen ist, ist zu 100% Kohlestrom gewesen, weil der aus Asien kommt. Das gilt für die anderen Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, auch. Ja. Die Globalisierung unserer Produkte ist so weit gediehen, dass nicht mal das Pferdefleisch in der Lasagne noch aus Deutschland kommt. Selbst das ist, das haben Sie ja in den Zeitungen gelesen, ist offenbar von Ackergäulen aus Rumänien. Genau, ist das gekommen. Okay, gut. Aber das wesentliche Problem ist, dass wir für viele Hotspots des Klimawandels gar keine Lösung haben. Es gibt keinen Bereich, in dem die Zuwächse an Schäden so eklatant sind wie im Bereich des Fliegens und keiner redet drüber. Ich zeige Ihnen jetzt eine kleine Animation. Hier sehen Sie die Flugreisen, die an einem Tag auf dem Planeten Erde stattfinden. Jeder dieser gelben Punkte ist allein mehrere hundert, wenn nicht 1000 Tonnen CO2 schwer. Warum? Weil eine einzige Flugreise von Frankfurt nach New York schon 4,25 Tonnen CO2 verursacht. Eine einzige Flugreise nach Neuseeland, das ist dann der Rekord, 14,5 Tonnen. So viel Ökostrom können Sie nicht kaufen, so viel Bionade können Sie nicht trinken, so viel Müll können Sie nicht trennen, so viel antikapitalistische Möhren können Sie nicht ziehen, um das irgendwie wieder auszugleichen. Das ist die Wahrheit. Und weil das so ist, haben wir die Notwendigkeit, uns etwas stärker mit unserem Lebensstil zu beschäftigen. Aber nochmal, eine reduktive Moderne zu fordern, und sich klarzumachen, dass die nur erreichbar ist, wenn sich unsere Lebensstile ändern, bedeutet nicht, dass man irgendwie die Technik verunglimpft. Ich sage es nochmal, Wind- und Solarenergie, Kraft-Wärme-Kopplung,
auch begrenzt Bioenergie, werden unsere Begleiter sein müssen, auch auf dem Weg zu einer Postwachstumsökonomie. Man muss nur die Grenzen anerkennen, also die Grenzen des Wachstums. Das größte Problem des grünen Wachstums besteht darin, dass es sich ja nur erstreckt auf Produkte, auf Technologien, auf Infrastrukturen. Das heißt, wir delegieren, wenn wir glauben, unser Wohlstandsmodell erhalten zu können und es der Technik zu überlassen, die Drecksarbeit der nachhaltigen Entwicklung zu erledigen, Technik und die Autos. Und ich habe jetzt hier so ein Beispiel mal rausgesucht. Da auf der linken Seite sehen Sie ein fahrendes Wohnzimmer. Das ist ein Opel Admiral. Die Älteren unter Ihnen oder uns erinnern sich noch an diesen absurden Versuch, die Ästhetik amerikanischer Straßenkreuzer auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Ich behaupte, der Versuch ist gelungen. Aber die Nebenwirkung davon ist, dass damals, als dieses Auto noch existierte, ein scharfer Blick nur aufs Gaspedal ausreichte, um zu erwirken, dass diese Karre 30 Liter Sprit pro 100 Kilometer verbraucht. Also würde, wenn heute so ein Mensch noch lebte, der so ein Auto fährt, müsste das ja eigentlich eine, darf man ja am Montagabend wahrscheinlich sagen, eine Klimasau sein, oder etwa nicht? Während eine Person, die ein 3-Liter-Lupo, den es übrigens auch nicht mehr gibt, komischerweise, fährt, ein Klimaschützer ist. Was machen Sie aber denn nun, wenn Sie feststellen, dass diese Person, die diesen alten Opel Admiral fährt, den nur 10-mal im Jahr anwirft und ansonsten eine Bahncard 50 und ein Fahrrad hat? Und diese Person, die Pendlerpauschale macht es möglich, jeden Tag 120 Kilometer hin und zurück zum Arbeitsplatz fährt. Ich kenne solche Menschen. Die will ich nicht anklagen. Ich will es nur einfach mal als Befund in den Raum stellen. Ja, außerdem könnte es sein, dass dieser Mensch den Lupo nur fährt, um das Gewissen zu erleichtern, weil diese Person vielleicht einmal im Monat eine Flugreise tätigt und vielleicht zu zweit mit Lebensgefährten in einem 160 Quadratmeter Passivhaus wohnt. Während diese Person mit einer fünfköpfigen Familie in einem 120 Quadratmeter Haus wohnt und Urlaub im Schwarzwald macht. Sie können diesen Produkten nicht ansehen, welche Menschen dahinter stecken. Das Problem der Produkte, der nachhaltigen Produkte, ist, dass sie ein Doppelleben führen. Produkte führen immer ein Doppelleben in einer fortgeschrittenen Konsumkultur. Sie sind erstens ein Instrument zur Erfüllung eines physisch messbaren Zwecks. Sie sollen eine Knappheit lindern, ein messbares Problem lösen. Aber sie sind auch Träger von Botschaften. Sie sind ein Instrument, das mir dazu verhilft, eine eigene Identität in dieser Gesellschaft zu finden. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Kleidung hat oder wenn auf den digitalen Geräten, die man benutzt, ein angebissener Apfel erkennbar ist. Ist man ein anderer Mensch oder wenn man in einem bestimmten Haus wohnt oder ganz bestimmte Bionadeflaschen sozusagen in die Kamera hält, ist man ein anderer Mensch, als wenn man alternative Produkte verwendet. Das heißt, jede Handlung im Konsumraum bedeutet, Identitäten aufzubauen. Und weil das so ist, haben wir inzwischen in der ganzen Nachhaltigkeitsszene so etwas wie ein ökologisches Versteckspiel. Ja? Das heißt also, dass wir über die Symbolik der vermeintlich nachhaltigen Produkte eine Entlastung an den Baustellen unseres Lebens herbeiführen wollen, nämlich eine symbolische Entlastung, die sozusagen jeden Fortschritt verhindert. Dieser symbolische Ablasshandel führt dann dazu, dass es eben Solaranlagen betreibende Vielflieger gibt. Oder SUV-Fahrer, die sich einmal die Woche im Ökosupermarkt zeigen. Das heißt, wir haben vergessen, dass letzten Endes ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung nur daran erkennbar wird, was ein Mensch im Sinne eines Gesamtkunstwerks insgesamt in seinem oder ihrem Leben an CO2-Emissionen oder anderen ökologischen Folgen verursacht. Und um davon abzulenken, haben wir so viele ökologische Produkte. Und mein Plädoyer wäre, wegzukommen von der Idee, einem Produkt, einer Technologie oder einer einzelnen Handlung irgendwie einen Nachhaltigkeitseffekt zuschreiben zu wollen, sondern stattdessen individuelle CO2-Bilanzen zum Maßstab von Klimaschutz zu machen, um die dicksten Brocken zu finden und sich nicht an den Symbolen abzuarbeiten, die im Prinzip im Vergleich zu anderen Aktivitäten, denken Sie an Flugreisen, gar keinen Effekt haben, ja? Ich habe neulich mal eine Rechnung aufgemacht. Also eine vierköpfige Familie, die einmal im Jahr mit einem Flugzeug einen Kontinent. Ja, ich kipp's ja zu, ich bin ein Trekkie. Deswegen habe ich auch gerade Mr. Kirk und seinen ersten Offizier Spock und natürlich auch den
den technischen Offizier benannt. Also es reicht schon aus, einen fremden Kontinent zu besuchen. Sie können das mit Ökostrom nicht ausgleichen. Das ist die leider also unerträgliche Wahrheit. Okay, also es gibt immer gute Möglichkeiten auszurechnen, wo man steht. Ja? Etwa dieser Pendos CO2-Zähler oder so ein Online-CO2-Zähler. Und dann kann man auch sofort erkennen, wo die dicksten Baustellen sind und wo sozusagen nur reine Symbolproduktion stattfindet. Als eine Art kleines Zwischenfazit möchte ich an dieser Stelle jetzt einige Bemerkungen, das wird sehr schnell gehen, zur Postwachstumsökonomie fallen lassen, weil darauf näher einzugehen würde ohnehin ein ganzes Semester beanspruchen. Eine reduktive Gestaltung ökonomischer Strukturen, und zwar sowohl auf der Nachfrage- als auch Angebotsseite unseres Wirtschaftssystems, würde bedeuten, sich zunächst einmal mit zwei Begriffen, die eine Logik inkorporieren, vertraut zu machen. Die Suffizienz ist ein Begriff für die Reduktion der Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Die Suffizienz bringt jenen kulturellen, also reduktiven Wandel zum Ausdruck, der auf der Nachfrageseite, also bei uns Konsumentinnen und Konsumenten, Platz greifen muss, damit wir zurückkehren zu einem menschlichen Maß innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen. Und die Frage, die jetzt auf dem Fuße folgt, ist, läuft das auf eine Verzichtspredigt hinaus, was ich Ihnen jetzt mitteilen könnte über Suffizienz? Ich will Ihnen gleich ganz, ganz kurz eine ökonomische Logik der Reduktion nahelegen, die erstens keinen Verzicht bedeutet und die auch nicht so etwas ist wie eine romantisierende oder ethische Aufforderung zum edel sei der Mensch, hilfreich und gut oder so ähnlich, sondern die eine nackte Rationalität in sich trägt. Gibt es eine Rationalität der Reduktion? Meine Antwort lautet ja. Bevor ich die gebe, will ich noch zwei Zwischenschritte wagen, nämlich Sie auch darauf hinweisen, dass natürlich die Angebotsseite auch abgerüstet werden muss. Auf der Angebotsseite brauchen wir eine Tendenz zur Subsistenz. Unter Subsistenz kann man Eigenarbeit oder Selbstversorgung verstehen. Und auch hier folgt natürlich ein sehr negatives Klischee auf dem Fuße. Bedeutet Subsistenz auf jeglichen Fortschritt, auf jeglichen technischen jegliche technische Errungenschaften des modernen Zeitalters zu verzichten? Oder gibt es eine moderne Form der Selbstversorgung, die kompatibel ist mit einem gewissen Erhalt dessen, was sehr wohl unter Fortschritt zu verstehen wäre? Auch darauf möchte ich dann eine Antwort geben. Bevor ich das tue, will ich Sie darauf hinweisen, dass natürlich nicht diese beiden Prinzipien alleine hinreichend sein können, um eine Wirtschaft ohne Wachstum aufzubauen oder die Bedingungen zu beschreiben oder zu erforschen, die hierzu erfüllt sein müssen. Diese beiden Dinge, die ich jetzt gerade kurz erwähnt habe, sind eingebettet in ein viel umfassenderes Konzept, das ich aufgebaut habe, das ich natürlich auch in Form einer Lehrveranstaltung an der Uni bearbeite. Und vor allem ist es ein Forschungsprogramm, ein Entwicklungsprogramm. Die Postwachstumsökonomik, also die ich damit anspreche, ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich mit genau jenen schmuddeligen Fragestellungen beschäftigt, die bislang von allen anderen Teildisziplinen, zumal von den Wirtschaftswissenschaften, mit geradezu autistischer Strenge vernachlässigt wurden. Das sind die Fragestellungen, die sich finden lassen im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wachstum und Nachhaltigkeit, zum Beispiel Klimaschutz. Auch der Verhinderung von Großprojekten, indem man sie unnötig macht. Auch das ist Nachhaltigkeit, um das deutlich zu machen. Und die drei wichtigen Stränge, die also dieses Forschungs- und auch Lehrfeld gliedern, sind zum einen die Wachstumskritik, auf die bin ich schon ganz, ganz grob eingegangen. Zum zweiten die Frage nach den Wachstumstreibern und Zwängen. Wir können nicht eine Wirtschaft ohne Wachstum erklären oder aufbauen, wenn wir nicht verstehen, woran es liegt, dass man eine derzeitige konsumorientierte Ökonomie nicht anders stabilisieren kann als durch permanentes Wachstum. Wenn wir also diese Wachstumstreiber nicht identifizieren können, um die sozusagen auszutrocknen, dann wird es nie gelingen, irgendwie auf Zuruf oder durch guten Willen eine Wirtschaft ohne Wachstum möglich zu machen. Aus Zeitgründen werde ich auf diesen Strang nicht eingehen, sondern zum Schluss in den wenigen verbleibenden Minuten mich jetzt diesem dritten wichtigen Teilbereich der Postwachstumsökonomie zuwenden, nämlich der Postwachstumsökonomie.
Ökonomik heißt Forschung, es ist also sozusagen eine wissenschaftliche Disziplin. Und Postwachstumsökonomie heißt, wir reden hier über einen Analysegegenstand, nämlich über einen Zukunftsentwurf für eine Ökonomie, die erstens nicht mehr wachsen muss und die nach einem Schrumpfungsprozess überhaupt erst die materielle Größe oder den Umfang erreicht hat, so dass wir in den, ich sage es nochmal, nicht verhandelbaren ökologischen Grenzen verbleiben durch unsere ausgeübte materielle Freiheit, die ja wiederum immer irgendeine Form von Produktion erfordert. So, und jetzt setze ich da an, wo ich gerade schon mal war, und indem ich mir erstmal die Nachfrageseite anschaue, also mit Ihnen über Suffizienz rede. Ja, war ein langer Tag heute. Okay, so, eine Folie dazu. Alles, was Sie bislang gehört haben zum Thema Konsum, läuft auf die immer selbe Logik hinaus, nämlich, dass Konsumgüter, Konsumaktivitäten, auch Erlebnisse, die konsumtiven Charakter haben, dass dies alles immer instrumentell dazu dienen soll, bei Ihnen etwas auszulösen, einen Impuls freizusetzen, ein Problem zu lösen oder Ihren Zustand zu verbessern. Wer würde nicht konsumieren, um seinen Zustand zu verbessern? Alles andere wäre ja nun wirklich aberwitzig. Das heißt also, wir können unser Glück, unsere Zufriedenheit, unser Wohlbefinden über Konsumgüter steigern, indem wir sie als Instrumente auffassen. Aber diese Dinge muss man kaufen. Sie müssen verfügbar sein. Und genau daraus speist sich, das versteht jedes Kleinkind, auch die Logik des Wachstums. Denn jedes wirtschaftliche Wachstum erhöht ja nicht nur die Verfügbarkeit von Gütern, also Konsumobjekten und Möglichkeiten, sondern immer auch das Einkommen. Sie können nicht das Bruttoinlandsprodukt steigern, ohne zusätzliches kaufkräftiges Einkommen zu generieren. So ungerecht, dass am Ende auch verteilt sein mag. Und deswegen ist es doch logisch, dass wir in der Welt des Konsums, wo wir keine andere Möglichkeit mehr haben, unsere Identität und unser Glück auszudrücken als durch Konsum, also durch käufliche Aktivitäten, dass wir ständig mehr Wirtschaftswachstum und Geld brauchen. Auch unser Fortschrittsbegriff ist daran gekoppelt. Deswegen haben alle Angst davor, dass die Wachstumsmaschine infolge von Geldmangel, von Ressourcenmangel oder Produktionsmangel irgendwie ins Stocken gerät. Und ich behaupte nun, dass dies falsch ist. Zumindest in einem fortgeschrittenen Stadium der zeitgenössischen Konsumdemokratien, etwa in Europa, in Japan sowieso, aber auch in Amerika, Australien und so weiter. Ich behaupte, nicht mehr Geld oder Produktionsmangel kommt uns in die Quere, sondern Zeitmangel. Wir haben einen Überschuss an Konsummöglichkeiten, aber ein Defizit an Zeit und Aufmerksamkeit Konsums wird sehr, sehr oft unterschätzt. Die ist nicht so trivial. Konsumieren muss man können. Konsumieren bedeutet, eine Virtuosität im Umgang mit den Dingen irgendwie zu erlernen. Manche Dinge gehen ganz schnell, aber für manche Konsumaktivitäten braucht man viel Zeit und Aufmerksamkeit. Zeit und Aufmerksamkeit, die sich aus der Zeitverausgabung speist, sind die unersetzbaren Inputs, die ein Mensch leisten muss, um durch Konsum bei sich etwas auszulösen. Um es in einem Satz zu sagen, Sie können nicht konsumieren, ohne Zeit aufzubringen. Ich habe ein Experiment für Sie vorbereitet, um das mal etwas spielerisch zu beweisen. Das Experiment fängt jetzt an. Mikrofon. Es sollte ein Rekordversuch werden. Ich bin noch nicht fertig mit dem Experiment. Es war die Zwischenzeit, wie beim Slalom. Cut. Das Experiment ist beendet. Es ist nicht mal möglich, wenn einem die Stimmbänder irgendwie so ein bisschen rau werden und man sowas Profanes macht, wie Wasser zu trinken, das ohne eklatanten, unwiederbringlichen Zeitverlust zu vollführen. Übrigens, Entschuldigung dafür, dass das auch Ihre Zeit war, die ich dadurch in Anspruch genommen habe. Die Logik der Zeitökonomie ist gnadenlos. Nichts ist auf dieser Welt knapper als Ihre Lebenszeit. Das, was ich jetzt hier an Zeit vergeudet habe, fehlt mir an anderer Stelle. Das heißt, es gibt eine Verwendungskonkurrenz um die
Lebens und um die Konsumzeit. Der Tag hat 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Arbeiten, Kinder erziehen, zur Schule gehen, zu studieren, dumme Vorträge hören, Punkt. Was dann übrig bleibt, das ist die sogenannte Konsumzeit, die Sie nicht vermehren können und die Sie jetzt nehmen müssen, um alle Dinge, die Sie sich gekauft haben oder die Sie als Konsumaktivität sich angedeihen lassen wollen, um die regelrecht abzuarbeiten. Nicht mal in das Konsumentenghetto dieser Stadt zu gehen und sich ein T-Shirt auszusuchen, können Sie ohne Zeitaufwand bewältigen. Das dann auch noch zu tragen, unterzubringen, zu waschen, zu pflegen, kostet Sie abermals Zeit. Ganz zu schweigen von der Arbeitszeit, die Sie aufwenden mussten, um das Geld zu verdienen für dieses T-Shirt. Die Flugreise zu den Salmonellen oder wie diese Inselgruppe da heißt, Salmoniden, Malediven, ich hab's, zu den Malediven, kostet sie schon in der Vorbereitungszeit einiges an Kapazitäten, was unwiederbringlich weg ist. Am Rechner zu sitzen, ein Smartphone zu bedienen, kostet sie Zeit. Ja? Jetzt gibt es Schlauberger, die behaupten, der technische Fortschritt könnte uns aus dieser Zeitklemme befreien, indem man ein menschliches Multitasking möglich macht. In der einen Hand ein Smartphone, in der anderen ein Getränk, Ohrstöpsel, die zu so einem iPod führen und dann vielleicht noch ein Screen, wo gerade Werder Bremen gegen Stuttgart spielt. Ich sage aber nicht, wer gewinnt. So, und dann könnte einem noch jemand den Nacken massieren. Und das alles in einem Flugzeug oder in einer Bahn. Dann könnte man, wenn man jetzt durchzählt, sagen, dieses menschliche Individuum vollführt zeitgleich 5, 6 oder maximal 7 Aktivitäten. Und es stimmt nicht, dass die zeitgleich vollführt werden. Aus der Neurowissenschaft ist längst bekannt, und das wird von niemandem mehr angezweifelt, dass ein Homo sapiens, und das ist eine anthropologische Konstante, niemals mehr als 2 Dinge gleichzeitig tun kann. Sie können zwar wie ein Affe im Zirkus dressieren, rein physisch betrachtet, mehr als 2 Dinge gleichzeitig zu tun, und alle Welt versucht das auch, aber es klappt nicht. Es ist ein Trugschluss. Und weil dies so ist, leiden wir unter Konsumverstopfung. Ich kehre damit nochmal zurück zu der Frage der Antidepressiva. Dass wir in einer prosperierenden Konsumgesellschaft, und ich habe von Burnout und von den vielen Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen, die wir mit steigender Tendenz in den Lernfabriken sehen, noch nicht gesprochen, aber das hängt alles zusammen. Nämlich, dass wir in einer doppelten Leistungsgesellschaft leben. Wir sind beruflich gestresst, wir sind ja sogar dann gestresst, wenn wir arbeitslos sind, weil die Arge uns im Nacken sitzt, der Chef oder die Arge, das kann man sich ja aussuchen in dieser Welt. Okay, das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist der private Stress. Bald ist wieder Sommer, ich muss mich um den Urlaub kümmern, wie schrecklich. Oder die Firma mit dem angebissenen Apfel bringt ein völlig neues, wunderbares Smartphone raus, um das muss ich mich kümmern, denn wie stehe ich da, wenn alle anderen das haben und ich nicht? Ja? In der Nachbarschaft wird darüber gesprochen, dass jetzt Urlaub in Honolulu total schwer im Kommen ist. Also muss ich mich um eine Flugreise kümmern. Oder mein Nachbar hat einen Aufsitzrasenmäher, den ich nicht habe. Den nehme ich zur Kenntnis und vermesse meine Möglichkeiten. In dem Sinne kann ich mir das vielleicht auch kaufen oder nicht. Selbst wenn ich zu dem Entschluss komme, mir das neue Smartphone nicht zu kaufen, nicht nach Honolulu zu reisen und auch keinen Aufsitzmäher zu kaufen, habe ich allein schon über das Nachdenken und das Nachprüfen, das Abwägen so viel Zeit verbraten, wie man sonst braucht, um im Wirtshaus 2 Gläser Hefeweizen zu trinken. Das heißt also, die Zeit, geht Ihnen in einer hochverdichteten, multioptionalen Konsumsphäre selbst dann flöten, wenn Sie am Ende eines Entscheidungsprozesses sich sogar gegen die Inanspruchnahme der fraglichen Konsumaktivität entscheiden sollten. In so einer Welt ist Suffizienz Selbstschutz und nicht Verzicht. Suffizienz würde in dieser Logik bedeuten, dass wir uns befreien von jenem Ballast, der uns nur ablenkt, weil er Zeit kostet, der viel Geld kostet, der die Ökosphäre beansprucht und der auch noch untergebracht werden muss. Suffizienz bedeutet, zurückzukehren auf das Niveau der Konsumausstattung, das wir im Rahmen unserer nicht vermehrbaren Zeitressource noch stressfrei, lustvoll, entspannt irgendwie ausschöpfen können. Deshalb ist Suffizienz auch nicht konsumfeindlich, sondern konsumfreundlich. Das ist das Paradoxe. Wir würden nämlich, wenn wir unser Leben entrümpeln würden von all diesen Zeit- und Aufmerksamkeitsräubern, würden wir am Ende das Quantum an Aktivitäten übrig behalten,
auf das wir uns konzentrieren und damit auch aufwerten. Denn wir geben den Dingen erst dadurch Wert, indem wir ihnen Aufmerksamkeit, die ohne Zeit nicht zu haben ist, schenken, sodass die Dinge über die Aufmerksamkeit und Zeit die Möglichkeit haben, bei uns etwas auszulösen. Das wäre glückstiftender Konsum. Das heißt, das Glück im Konsum besteht darin, sich auf das zu konzentrieren, was es wert ist, von uns ausgeschöpft zu werden. Auch aus diesem Grund ist Suffizienz kein Verzicht, also auch keine Absage an den Konsum, sondern die Kunst der souveränen Nutzung von Konsumgütern wieder einzuüben. Souveränität heißt, auch ein Gegenmodell zu entwickeln in dieser Konsumgesellschaft. Dieses Gegenmodell würde besagen, wenn ich dann abends am Wirtshaustisch sitze, dass ich sage, ich habe es nicht nötig. Ich habe es verdammt nochmal nicht nötig, ein SUV zu fahren. Ich bin frei. Ich muss auch dann jetzt nicht die ADAC-Motorwelt im Abo haben, weil ich ja kein Auto habe. Davon bin ich auch befreit. Und dass ich Urlaub im Schwarzwald mit einer Bahncard 50 und einem Mountainbike habe, dass ich da noch hinten ins Fahrradabteil reingestellt habe, heißt, ich bin befreit von allen Reisetouristikbüros und auch von der Literatur, von der Zeit, die es braucht, im Internet nach günstigen Flugreisen zu suchen. Ich habe mein Leben entrümpelt und konzentriere mich jetzt entspannt auf die Dinge, die wirklich dann die Zeit kriegen können, die sie brauchen, um bei mir etwas auszulösen. Diese Befreiung heißt, nicht erpressbar zu sein. Diese Befreiung heißt, am Ende mit weniger Geld auszukommen, mit weniger Arbeitszeit. Diese Befreiung heißt, von RWE, Vattenfall und der Deutschen Bahn nicht erpresst werden zu können. Diese neue Souveränität ist hochgradig politisch, weil sie uns erst befähigt, den schrecklichen Projekten und Pathologien eines Wachstumsmodells die Stirn zu bieten. Denn wer Menschen beherrschen will, muss sie zu Konsumenten machen, weil sie dann erstens von Geld, zweitens von Konsumgütern, drittens vom Chef und viertens von einer Politik abhängig sind, die ständig eine Wachstumsmaschine am Laufen hält, die man braucht, um das alles zu finanzieren, wovon ich mich abhängig gemacht habe. Und das, obwohl es mich nicht mal glücklich macht. Ein Kollege von mir, Tim Jackson, ein Wachstumskritiker aus England, hat mal einen Spruch zitiert, der aber auch nicht von ihm stammt, der zum Inhalt hat, konsumieren heißt, Dinge zu kaufen, für die man kein Geld hat, die man nicht braucht, und mit denen man Leuten imponieren will, die man nicht mag. So, letzter Akt. Ich bin gleich fertig mit Ihnen und Sie mit mir. Noch nicht ganz. Sie werden bestimmt kritische Fragen stellen. Jetzt komme ich auf die Angebotsseite einer Postwachstumsökonomie zu sprechen. Hier gilt es, drei Systeme, die Sie alle kennen. Das hier ist kein Hexenwerk, obwohl da ein paar viele Wörter jetzt auf der Folie stehen. Drei Versorgungsaggregate in eine neue Balance zu bringen. Wir haben nämlich die Balance einer ökologieverträglichen und wachstumsunabhängigen Ökonomie, die haben wir verloren, weil wir nämlich nur noch die langen globalisierten, hochtechnisierten und vor allem kapitalabhängigen Produktionssysteme verwenden, um uns zu versorgen. So wurden wir reich, weil das ist ja ganz schön billig, so ein Mikrofon in Malaysia produzieren zu lassen. Oder dieses T-Shirt in China, ist ja klar. Aber es gibt zwei Alternativen. Erstens die Regionalökonomie. Das heißt, wir würden dann Produktionssysteme verwenden, die weniger Kapital, aber dafür mehr Handwerk brauchen, die deglobalisiert sind, weil sie nur innerhalb eines bestimmten geografischen Aktionsradius miteinander sozusagen vernetzt sind. Ich rede jetzt von den Unternehmen und den Arbeitsstätten. Sie würden weiterhin auf einer Marktwirtschaft beruhen, aber vielleicht unter Nutzung eines anderen Geldes. Etwa Regionalwährungen könnten ein sehr gutes Koordinationsinstrument für regionalökonomische Kreisläufe sein. Und schließlich haben wir als dritte Möglichkeit der Versorgung die reine Subsistenz, von der ich ja heute schon sprach. Also Eigenarbeit, Selbstversorgung auf Basis dessen, was die eigenen Hände können, was der Kopf kann, ohne Geld, ohne Maschinen, ohne Staat, ohne Markt, ohne Unternehmen, ohne globalisierte Zufuhren von irgendwelchen Ressourcen und so weiter. Die neue Balance bestünde nun darin, den Industriebereich um die Hälfte zurückzubauen, aber auf Basis dreier Drainagen, die wir legen, um die Industrie auszutrocknen, auch in die Lage zu kommen, die Situation zu meistern, die dann rauskommt. Das wird eine bescheidenere Ausstattung
in Bezug auf Geld und Konsummöglichkeiten und vor allem Mobilität bedeuten. Wie kann man damit klarkommen? Also die erste Drainage habe ich eigentlich genannt, das ist die Suffizienz. Wenn Sie dieser Logik auch nur einen Schritt folgen konnten, schrittweit folgen konnten, würden Sie ja sagen, wir würden sowieso, wenn wir souveräner werden im Konsumzirkus, weniger Geld, aber die zweite Drainage ist die Regionalökonomie. Ökologischer Landbau ist Ihnen bekannt, handwerkliche Leistungen in der Region sind Ihnen bekannt, aber was ist denn mit diesem Notebook? Kann man das in der Region herstellen? Natürlich nicht. Dieses Notebook stammt aus Ostchina, das ist da designt worden. Die Kernkompetenzen, die es braucht, um so ein Notebook zu produzieren, die werden Sie nicht mehr zurückholen nach Deutschland. Kann man das deswegen trotzdem als ein Objekt der Regionalökonomie quasi wieder reaktivieren? Antwort ja. Wir importieren pro Jahr von diesem Notebook-Typen etwa 6 Millionen nach Deutschland. Wenn es jetzt um Stuttgart herum ein Unternehmensnetzwerk gäbe, bestehend aus 15 bis 20 Unternehmungen, die auf Basis starker wissens- und handwerksintensiver Leistung sich darauf spezialisieren, diese Dinger zu reparieren, sie in Stand zu halten, sie abzugraden, sie abzudaten, ja, sodass die im Durchschnitt doppelt so lange halten, können wir den Import um die Hälfte senken. Und das bedeutet, dass die Regionalökonomie nicht da an die Grenzen gerät, wo wir von Demeter und Biolandhöfen reden. Nein, wir können sogar hochinnovative, wissensintensive Objekte der Industrieproduktion, ohne die wir vielleicht nicht leben wollen, weil Postwachstumsökonomie nicht Steinzeit heißt, die können wir sehr wohl verbinden mit Produktionssystemen in der Region. Ich könnte Ihnen viele solcher Beispiele nennen, das ist ja mein Job als Betriebswirt, aber aus Zeitgründen gehe ich jetzt über zu dem dritten Modell. Wir können selber sogar Hand anlegen an solche Notebooks, indem wir unser Bildungssystem und unsere Art, Kinder zu erziehen, so verändern, dass am Ende dieses Erziehungs- oder Bildungsprozesses nicht nur kleine Konsumäffchen oder Nachwuchshedonisten rauskommen, die nur noch einen Touchscreen bedienen können, sondern junge, fröhliche, gut gebildete Menschen, die sich nicht zu schade sind, ein Brot zu backen, Knopf anzunähen, ein Gerät in Stand zu halten oder mal eine Schraube in die Wand zu drehen. Ganz schön konservativ. Gut, ist ja gut. Also das heißt, die Subsistenz bedeutet auch nicht im Dreck zu wühlen, sondern Hand anzulegen an jene Objekte, die viel zu schnell kaputt gehen. Damit sind wir bei der geplanten Obsoleszenz. Bevor ich das näher erläutere, eine Folie habe ich noch, dann bin ich auch gleich fertig. Ein Zwischenfazit, nämlich wenn wir diese beiden Drainagen plus die dritte Drainage, die also aus der Suffizienz folgt, anwenden, würden wir den Industriekomplex ohne zu verarmen oder unmodern zu werden oder in die Steinzeit zurückzufallen, würden wir den halbieren können. Das heißt aber, wir haben dann nicht mehr 40 Stunden Erwerbsarbeitszeit pro Woche, sondern wir würden, wenn wir die mit dieser zurückgebauten Industrie korrespondierende Arbeitszeit, wenn wir die fair und gerecht verteilen würden, käme heraus, dass jeder und jede von uns im Lebenszeitdurchschnitt pro Woche vielleicht noch 20 Stunden arbeiten würde. Aber wir haben jetzt 20 freigestellte Stunden und das ist die Ressource, auf die es ankommt, um diese dritte Drainage wirklich jetzt mit Leben zu füllen. Deswegen kommt jetzt noch eine Folie. Ich habe hier so einen kleinen Comic für Sie, statisch, wirklich nur eine Folie, nicht schon wieder eine Animation. Da sehen Sie eine Person, die in Stuttgart lebt, etwa im Jahre 2050. Also zu einer Zeit, wo eine Postwachstumsökonomie längst, entweder by design or by disaster, noch haben Sie die Wahl, eben etabliert wurde. Ja, was Sie lachen, aber wenn, ich meine, warten Sie zwei Finanzkrisen ab, warten Sie die nächste Ölpreissteigerung ab, die auch das Fracking so ohne weiteres, zumindest in Europa, nicht verhindern wird, dann wollen wir mal sehen. Den Vortrag in Griechenland zu halten, setzt schon was voraus. Da haben wir diese Situation, wo die Menschen nicht mehr die Wahl haben zwischen, ach, wollen wir noch ein bisschen wachsen oder müssen wir uns abfinden mit einer Situation ohne Wachstum. Und ich sage das nicht, um mich über die Griechen lustig zu machen. Ich finde das schrecklich und mir tut das leid. Was aber hätten die Griechen jetzt an sozialen Katastrophen verhindern können, wenn sie eben by design sich etwas früher von dem Traum, dem absurden Traum einer griechischen Konsumgesellschaft verabschiedet hätten, die gar keine Basis hatte und auch haben wird. Nämlich sich klarzumachen, dass ein
angenehmes Leben auch bedeuten kann, aus der Rolle des Konsumenten oder der Konsumentin herauszuschlüpfen, also Prosumentin oder Prosument zu werden. Das ist ein Substantiv, welches sich zusammensetzt aus Produzieren und Konsumieren. Konsumieren sowieso, denn auch die Logik der Suffizienz, die ich versucht habe, Ihnen so ein bisschen näher zu bringen, heißt ja gerade lustvoll zu konsumieren, aber dadurch, dass man sich etwas beschränkt. Also muss man weniger arbeiten, nämlich nur 20 Stunden, und kann jetzt die verbliebenen 20 Stunden hernehmen, um Formen der urbanen Subsistenz zu nehmen, damit man das, was man sich für das 20-Stunden-Einkommen kaufen kann, zu ergänzen. Und Zeit ist eine Ressource, die man braucht. Die zweite Ressource sind handwerkliche Kompetenzen. Also wenn ich, wie ich das jetzt in Oldenburg gerade initiiert habe, ein Repair-Café habe, wo Menschen gemeinsam, auch unter Nutzung der sich ergänzenden Kompetenzen, wo sie also gemeinsam Dinge reparieren, dann müssen sie Zeit aufbringen. Die Zeit ersetzt die Produktion, das Rohöl, die globalisierte Wertschöpfungskette. Außerdem brauchen sie handwerkliche Kompetenz, um etwas aufzuschreiben, zusammenzusetzen oder Knöpfe anzunähen, auch ein Brot zu backen, im Gemeinschaftsgarten zu arbeiten oder das eigene Bier zu brauen beispielsweise oder Wein herzustellen. Es geht sogar auch in Eigenarbeit, wie ich seit neuestem weiß. Braucht Zeit und handwerkliche Kompetenz. Künstlerische Kompetenz, substanzielle, manuelle Fertigkeiten. Und das Dritte, was man braucht, sind soziale Vernetzung. Ich komme mit meinen 20 Stunden schnell an eine Grenze, wenn ich beispielsweise schon im Gemeinschaftsgarten aktiv bin, um dadurch meine Zeit und mein Handwerk eben industrielle Nahrungsmittelproduktion buchstäblich zu ersetzen, wenn ich dann noch Textilien repariere und vielleicht Notebooks repariere. Wenn ich aber vernetzt bin in einer Gruppe von Menschen bin, wo unterschiedliche Kompetenzen und auch Neigungen da sind, kann man natürlich erreichen, dass der eine Prosument besser im Brotbacken ist und der andere mehr im Autoschrauben ist und der dritte vielleicht gut im Linux installieren ist, um ein altes, ansonsten wertlos gewordenes Notebook, wo kein 7er Windows draufläuft, um das weiterhin nutzen zu können. So ergänzen sich die Talente auf einem modernen Niveau, so dass man weniger Geld, weniger Produktion braucht und stattdessen die eigene Zeit, die Vernetzung und die sich ergänzenden handwerklichen Kompetenzen in die Waagschale legt. Und die drei, jetzt bin ich wirklich gleich fertig, okay? Die drei Outputs, die es dabei gibt, ist erstens die eigene Produktion. Das selbstgebackene Brot, der Gemeinschaftsgarten oder zwei gecrashte Notebooks zu zerlegen und aus den immer noch funktionsfähigen Modulen etwas zusammenzubauen, das wieder funktioniert. Das kann man mit Textilien, mit Fahrrädern, mit Möbeln, mit Häusern, mit Autos auch machen. Das ist eigene Produktion im 21. Jahrhundert, ja? Um Geld, Rohöl und so weiter zu sparen. Das zweite ist die Gemeinschaftsnutzung. Wenn 5 Prosumenten sich eine Digitalkamera und ein Waffeleisen und einen Winkelschleifer leisten und immer solche Fünfergruppen existieren, können sie die Produktion dieser drei genannten Geräte um 4/5 reduzieren. Das ist subversive Politik gegen Industrie, gegen Konzerne, gegen Wachstum, ja, ohne zu verarmen. Aber wir müssen natürlich etwas tun. Wir brauchen die Zeit, um diese Netzwerke aufzubauen. Wir brauchen vor allem auch die sozialen Verbindungen. Und das Dritte und Wichtigste ist die Reparaturrevolution, die wir ausrufen müssen. Wir müssen uns angewöhnen, uns mit Dingen zu umgeben, die wir selber reparieren können oder die wir in Netzwerken reparieren können oder die in regionalen Unternehmungen, die sich dann professionell darauf spezialisiert haben, repariert werden können. Wir müssen der geplanten Obsoleszenz, das heißt dem frühzeitigen, meistens schon im Design enthaltenen Verschleiß, den Kampf ansagen. Doppelte Nutzungsdauer heißt halbierte Produktion. Das ist also der zweite oder sogar dritte subversive Trick, den man anwenden kann, um sich aus der Konsum- und Wachstumsdiktatur zu befreien. Das ist alles hochpolitisch. Ja? Über unser Repair-Café in Oldenburg wird in der Presse berichtet, ja? Weil das ein Aufstand ist. Ein Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion. So hat Fritz Schumacher es seinerzeit in dem berühmten Buch Small is Beautiful genannt. Und wichtig ist mir hierbei Folgendes. Hier verzahnen sich drei Elemente. Wir haben eine immer noch moderne, aber radikal zurückgebaute Produktion. Wir haben einen mittleren Bereich der regionalen Produktion. Und wir haben souveräne, fröhliche Erfolgserlebnisse
damit auch zelebrierende Prosumenten. In so einer Welt werden wir nicht nur souveräner und politisch handlungsfähiger, weil wir nicht mehr so schnell erpressbar sind, sondern ich glaube auch, dass wir an einem anderen Indikator messen könnten, dass so ein Zustand schlicht und ergreifend lebensdienlicher ist. Meine Prognose wäre, dass wir im Jahr 2050, wenn wir eine solche Welt erschaffen könnten, den historischen Tiefstand an Antidepressiva umsetzen hätten. Und das soll auch der letzte Satz gewesen sein. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Nico Pech, für diesen spannenden Vortrag. Wir würden vorschlagen, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, hier rüberkommt und dass wir dann langsam die Fragen abarbeiten. Bis wir die Mikrofone durchgegeben haben, dauert einfach viel zu lange. Das ist bisher die vollste Veranstaltung. Solange sich hier die Leute sammeln, wir haben für den Herbst, so ein, kann man fast sagen, Herbst der Commons vor. Also wir wollen ein paar Vorträge machen. Man wirklich gleich auch umsetzen? Also welche Wohnprojekte gibt es? Welche Nahrungsmittelprojekte gibt es? Und so weiter. Ui. Ja, also dann fangen wir vielleicht gleich mal an. Vielleicht können wir es ja machen. Haltet euch kurz. Maximal 3-4 Sätze. Sonst klappt das nicht. Sonst kriegen wir auch keine Antworten mehr von Nico Pech. Das wird sonst schwierig. Ja, ich möchte beginnen bei der Begrifflichkeit. Hegel hat mal gesagt, Sprache ist geronnenes Bewusstsein. Sie sprechen von einer ökologischen Ökonomie. Da frage ich mich, ist es nicht Tautologie schon? Ist nicht die Ökonomie schon der Begriff ökonomisch, also ressourcenschonend? Und der Fortschrittsbegriff müsste man auch Wachstum vielleicht mit menschlicher Entwicklung übersetzen, auch nicht Konsumenten. Meine Frage, also ich merke ein bisschen in der Begrifflichkeit, bewegen wir uns in einer kapitalistischen Produktionsweise, nur mit leichten Abänderungen. Das ist meine Kritik ein bisschen. Meine Frage ist, wenn Sie durch Stuttgart stehen, sehen Sie ein Plakat, Gemeinderat war mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Was bedeutet das denn heute, leben wir in einem grünen Kapitalismus? Sollen wir erst ein paar Fragen sammeln? Ja. Dann noch ein Hinweis, hier drüben gibt es auch Bücher von Nico Pech. Also wer jetzt doch noch Lust hat zu konsumieren, gäbe es die Möglichkeit. Franz Groll ist mein Name. Ich habe zwei Fragen oder beziehungsweise zwei Hinweise. Erstens, was schlagen Sie vor, damit sich in Zukunft wirklich jeder suffizient verhält, sodass wir auch wirklich die Ziele, die wir erreichen müssen, die 2 Tonnen pro Person, auch wirklich erreichen. Die zweite Frage ist, was ist Ihr Vorschlag? Dass wir unsere Wirtschaft dennoch stabil halten. Das heißt, wenn wir Suffizienz betreiben, haben wir natürlich eine schrumpfende Wirtschaft. Und im Kapitalismus haben wir sehr schnell Probleme. Was ist Ihr Lösungsansatz? Ich möchte mich da an meinen Vorredner anschließen. Und zwar sehe ich das Problem auch darin, dass ja eine globalisierte Wirtschaft da ist und manches eben hier auch nicht praktisch in den großen Mengen verkauft werden kann. Und das auch dann damit zu tun hat, dass die Wirtschaft möglicherweise abwandert, wenn hier die Absatzmärkte nicht mehr sind. Das wäre jetzt also die Frage eigentlich auch, wie kann man das so vernetzen und psychologisch auch so gestalten, dass einfach genügend Prosumenten dann da sind, um dieses Wirtschaftssystem mit einem niedrigeren Absatz, aber letztlich einer gleichbleibenden Gesamtgüternachfrage oder Gesamtleistungsnachfrage zu erhalten. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch noch die europäische Öffentlichkeit. Wir haben in Europa eigentlich keine europäische Öffentlichkeit. Insofern ist es momentan ja so, dass eigentlich nationale Öffentlichkeiten existieren und im Grunde genommen das ganze Reservoir von Europa, von den europäischen Prosumenten, die es gibt, eigentlich gar nicht aktivierbar ist.
Sollen wir die erstmal beantworten, oder? Ja. Ja. Zu der ersten Frage, gut, das war also so eine Kritik jetzt der Gestalt, dass ich sowas wie eine kapitalistische Logik weiter fortsetzen würde. Also das sehe ich so nicht. Mein Problem ist, dass ich mit Kapitalismuskritik einfach nichts anfangen kann, weil der Begriff Kapitalismus so ausgefranst ist, dass dann, wenn Sie selbst 5 sehr kompetente Kapitalismuskritiker nach einer Definition dieses Begriffs fragen, Sie 6 verschiedene Antworten oder Definitionsversuche bekommen. Im Übrigen ist die marxistische Systemkritik für mich ganz nett, aber sie reicht nicht hin. Auch der Marxismus hat ökologische Grenzen letzten Endes nicht respektiert. Das ist aber auch keine Kritik an Marx. Ich meine, 1848 konnte man nicht von ökologischen Grenzen ausgehen, sondern hat sich nur darum kümmern müssen, wenn man überhaupt politisch aufgeklärt war, wie der Überschuss, den die Industrie möglich macht, hinreichend gerecht verteilt wird. Heute haben wir das Problem, uns fragen zu müssen, wie kann ein Industrieüberschuss und natürlich das damit verbundene Einkommen gerecht verteilt werden, ein Überschuss, der in einer gerechten Welt gar nicht existieren dürfte, weil wir schon diesen Überschuss jenseits ökologischer Grenzen erzeugt haben. Und das ist die Blindheit der marxistischen oder linken Systemkritik. Deswegen würde ich niemals sagen, dass der sogenannte Kapitalismus etwas ist, was man retten soll oder was sich irgendwie auch nur mit einem Argument schönreden könnte. Er ist nur ein Popanz, an dem sich viele abarbeiten. Wir sollten mal Tacheles reden. Wir sollten dann wirklich über Industrie, über Konsum, Globalisierung und entsprechende Selbstverwirklicherkulturen reden, die in der Tat unerträglich geworden sind. Und wir müssen dann auch über Unternehmen reden. Und ich habe heute aus Zeitgründen nichts dazu sagen können, wie wir über institutionellen Wandel, auch Unternehmensformen, entstehen oder Platz greifen lassen können, die demokratischer gestaltet sind, wie zum Beispiel Genossenschaften, sodass wir uns von vornherein auch verabschieden können von Profitmaximierung. Ich habe selber 2 Nischen schon. Eingeübten postwachstumstauglichen Praktiken sind gelebtes Erfahrungswissen. Sie sind Schablonen, die dann von denen aufgegriffen werden können, die heute noch in Massen sagen, nö, mein SUV lasse ich mir aber nicht nehmen, obwohl Klimaschutz ja schön wäre. Ja? Das heißt, wenn das Modell kollabiert, müssen wir die Verzweiflung der Menschen, die plötzlich ihren Wohlstandstraum platzen sehen, dadurch auffangen, indem wir ihnen schon vorgelebte Praktiken vermitteln. Das ist das, was man tun kann. 2 Fußnoten dazu. Jeder Mensch kann schon heute wenigstens versuchen, seine CO2-Bilanz mal zu kalkulieren. Jeder Mensch, der zu dieser Avantgarde zählen möchte, kann heute sofort anfangen, in Stuttgart oder Oldenburg oder in Hintertupfingen zu schauen, wo lebe ich hier eigentlich? Welche Projekte, das hat der Moderator gerade schon gesagt, welche Projekte gibt es denn da? Mit wem kann ich mich zusammentun? Machen wir ein Urban Gardening-Projekt oder lieber ein Reparaturcafé oder noch besser beides? Ja? Und nutzen wir diese Plattform auch, um den politischen Widerstand stärker werden zu lassen, auch gegen die Großprojekte, die wir ja nicht mehr brauchen und haben wollen in der Zukunft. Das gehört natürlich immer mit dazu. So, dann die Wirtschaft würde abwandern, war in der 3. Wortmeldung die Befürchtung. Soll sie doch abwandern? Ich meine, dass das Konzept, also das Konzept, von dem ich hier rede, soll uns immunisieren, soll uns etwas krisenresistenter, nämlich resilienter machen, also so, dass wir einen Teil der Wirtschaft möglicherweise gar nicht mehr brauchen. Stattdessen müssen wir aber, deswegen habe ich von Regionalökonomie und von Prosumenten gesprochen, einen Teil dessen, was vormals Produktion war, müssen wir natürlich irgendwie übernehmen und organisieren. Das kann man auch politisch natürlich sehr gut flankieren. Aber dann noch etwas anderes. Sind wir uns so sicher, dass die Wirtschaft irgendwie so schnell abwandert? Wo soll sie denn hinwandern? Es gibt inzwischen erste Wellen der Rückkehrer aus China. Also ich meine, dass VW nicht zurückkehrt aus China, das ist schon klar. Wir wissen auch warum. Aber im Textil, im Möbel und teilweise im Maschinenbaubereich stellt sich heraus, dass das nicht unbedingt eine gute Lösung ist. Und es kommt ja auch auf die Art der Produkte an, die wir zukünftig brauchen. Wenn wir uns mehr auf mittlere Technologien, auf reparable Güter konzentrieren, dann könnte es sogar sein, dass Deutschland hier wegen der Tradition einer bestimmten Qualität vielleicht sogar Weltmarktkonkurrenzvorteile hat. Das darf man dabei eben auch nicht vergessen. Und dann gibt es noch was anderes.
was in China und Indien derzeit passiert. Und das sind die Werkbänke, von denen man immer glaubt, dass da dann auch die Wirtschaft hinwandert. Das ist, dass hier natürlich immer weiter investiert wird in neuen, arbeitssparenden technischen Fortschritt. Die Produktivität der Herstellung in Indien und China steigt unaufhörlich. Und mit der Produktivität steigen die Löhne. Und mit den gestiegenen Löhnen werden sich natürlich auch die Kostenniveaus etwas angleichen. Das heißt, es wird sowieso nicht lange durchhaltbar sein, auch für die deutsche Wirtschaft billiger anderswo produzieren zu lassen. Das ist im Moment eine Phase, okay. Aber ich gebe Ihnen trotzdem recht, das kann passieren, dass die ein oder andere Firma sagt, wir wandern ab. Aber wie gesagt, das aufzufangen wäre gerade das Ziel einer Daseins- und Versorgungsform, die ich eben verbinde mit Postwachstumsökonomie. Okay, herzlichen Dank. Eine Zwischenbemerkung noch. Hier hinten winkt jetzt gerade der Thomas Pulz. Ich sehe es, ich bin so ein bisschen schneller als. Und der hat nämlich auch noch hier was vor, zumindest will er in den Hambacher Forst noch ziehen. Dieses kurz vor Nico Pech angeschnittene RWE-Braunkohle-Gebiet. Da gab es eine Besetzung, eine Platzbesetzung, die wurde geräumt und soll zu einer Wiederbesetzung kommen. Das ist kein Aufruf, aber vielleicht gibt es Interessenten. Ja, ganz kurz. Also, das steht mir vielleicht nicht zu, aber ich habe mit dem Thomas länger darüber gesprochen und ich bin ja im Moment immer noch, weil noch nicht, aber absehbar freigestellt, im öffentlichen Dienst und man soll ja dann nicht aufrufen zu irgendwelchen Sachen, aber ich meine, ich bin auch am Hambacher Forst gewesen, habe mir das angeguckt und habe mich dort mit vielen Menschen unterhalten, die nicht ertragen können, was da wirklich gemacht wird. Das, ich meine, zum Picknick oder zu einem Ausflug in den Hambacher Forst aufzurufen, ist ja nun wirklich kein krimineller Akt. Die Menschen, die im Hambacher Forst sich gegen dieses, ich habe das ja heute beschrieben, was da vonstatten geht, die sich dagegen wehren, was ja nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer Wahnsinn ist, brauchen Unterstützung. Ja? Und deswegen ist das besonders wichtig. Ich weiß nicht, Thomas, ob du nachher noch ein paar andere Bemerkungen, dann kannst du das Mikrofon vielleicht nutzen, dazu machen willst. Aber ich möchte unbedingt diesen Widerstand gegen den Braunkohletagebau unterstützen. Als Betriebswirt und Volkswirt sage ich Ihnen, es ist der größte Schwachsinn, den man sich vorstellen kann. Es ist auch keine wirkliche Rationalität mehr dahinter, so etwas zu tun. Das ist nicht ökonomisch. Es ist etwas anderes, aber bestimmt nicht ökonomisch. Und was es ökologisch bedeutet, das ist Ihnen längst klar. So, sorry. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich forsche selber zur Transformation des Energiesystems, aber beschäftige mich eben auch viel mit der Postwachstumsökonomie. Jetzt sind Sie heute primär auf die Dimensionen der Postwachstumsökonomie eingegangen, weniger auf die Wachstumszwänge. Das ist, was mich immer noch speziell interessiert. Und was ich bei Ihnen bisher relativ wenig gehört habe, auch in anderen Vorträgen, ist die in meinen Augen ursächliche zinsbasierte Geldwirtschaft als treibender Faktor des Wachstumsparadigmas. Weil ich halt eben Zinsen erwirtschaften muss, um sie zurückzuzahlen. Und der Zins hat ja eine bestimmte Funktion, nämlich die Umlaufsicherung. Jetzt gibt es dieses geldbasierte System von Silvio Gesell, was ich mir denke, was Sie auch kennen, von 1909 schon entwickelt. Was halten Sie davon oder wie passt das in Ihr Konzept rein? Ja, hallo, Pascal Zimmer ist mein Name. Ich habe zwei Fragen, die jetzt nicht fachlich, sondern ein bisschen mehr persönlich sind. Es wurde schon erwähnt, Sie waren jetzt im Spiegel, Sie sind mittlerweile relativ bekannt. Jetzt sind Sie hier in der Heimat von Porsche, Bosch, Daimler. Wie reagieren denn Zetsche, Wiedeking und die ganzen Eliten dieses wirtschaftsindustriellen Komplexes auf Ihre Thesen? Das wäre die eine Frage. Und die andere wäre, ich würde das gerne glauben, dass das alles im Zukunft so aussieht, wie Sie es skizzieren. Ich bin aber eher pessimistisch und frage mich manchmal, wäre es nicht vielleicht, ich formuliere es jetzt einfach mal so scharf, auch schlauer, sich ein paar Hektar Land und Waffen zu kaufen? Also das muss man vielleicht einfach mal so scharf formulieren. Mein Name ist Konrad Nestle. Ich glaube, ich bin eitel genug zu sagen, ich gehöre schon zu dieser Avantgarde und die gibt es auch schon lange, die gibt es seit Fourier. Und was dagegen steht, sind ja schon politische und juristische Barrieren und Mächte,
denen man sich vielleicht doch zuwenden muss. Gerade wenn ich zum Beispiel, bevor ich Rentner bin, nur 20 Stunden die Woche für die Produktion anderer und 20 für die eigene Subsistenz arbeiten möchte. Und das ist ja nicht ganz umsonst, dass wir eine Bundeswehr haben, die die Transportwege des Handels sichert, etc., etc. Ich will das nicht ausführen, das Sie verstehen schon. Ja, weil es jetzt drei Fragen waren. Also zunächst einmal die Wachstumstreiber. Ich unterscheide zwischen angebots- und nachfrageseitigen Wachstumstreibern. Und in der Tat ist es so, ich will mal nur auf den Punkt zu sprechen kommen, den Sie jetzt gerade genannt haben, dass auf der Angebotsseite eigentlich drei Wachstumstreiber besonders relevant sind. Und diese drei Wachstumstreiber haben aber eine Gemeinsamkeit. Sie beruhen darauf, dass die spezialisierte, räumlich entgrenzte und hochtechnisierte Industrieproduktion, die uns so reichert werden lassen, kapitalbedürftig ist. Ohne Vorfinanzierung der Produktionsfaktoren, auch der Investitionsgüter, sogar der Arbeitskräfte, sind sie nicht in der Lage, eine Fabrik oder eine globalisierte Wertschöpfungskette zu betreiben, im Unterschied zu handwerklicher oder sogar subsistenter Wirtschaft. Und weil die Wirtschaft so kapitalabhängig ist, muss jeder Investor in Kapital, also jeder Betreiber einer Produktionsstätte, irgendwie den Preis des Kapitals am Ende bezahlen. Wenn ich zur Bank gehe, genau wie es wie Sie das gesagt haben, muss ich Zinsen zahlen. Es reicht also nicht aus, den Kredit einfach nur zurückzuzahlen. Oder wenn ich Aktien emittiere, um damit die Aktionäre zu Eigenkapitaleignern werden zu lassen, muss ich Renditen bezahlen. Es gibt noch was Drittes, das ist die Reproduktion. Nämlich mit zunehmender Technisierung und räumlicher Entgrenzung von Produktion nimmt der Verschleiß der Hardware, wenn Sie so sagen wollen, oder der materiellen Infrastruktur, zumal der Produktionsstätten, zu. Und die sogenannte Abschreibung oder wie Marx es nannte, Reproduktion, das heißt das Reinvestieren in jene Ressourcen, die man braucht, um die Produktionsfähigkeit des Systems zu erhalten, muss ebenfalls als einen Überschuss erwirtschaftet werden. Genauso wie die Zinsen für die Banken und die Renditen für die Kapitaleigner, meistens Aktionäre. Und jetzt nur das Geldsystem zu verändern und zu sagen, wir müssen den Zins abschaffen, reicht ja dann wohl nicht, weil dann die beiden anderen Dinge noch bleiben. Trotzdem bin ich ein großer Freund der sogenannten Regionalwährung. Das heißt Währung, die eigentlich eine regionale Ökonomie möglich machen und die nicht über einen Zinsumlauf gesichert sind, sondern einen Negativzins. Und es ist richtig historisch betrachtet, dass ein gewisser Silvio Gesell als erster diese Idee hatte. Der hatte aber die Idee, das gesamte Geldsystem so auszustatten. Ob das möglich ist, weiß ich nicht genau. Mir reicht das, was Silvio Gesell damals gemacht hat, überhaupt nicht aus. Weil auch Silvio Gesell, genau wie Karl Marx oder Adam Smith, also andere, die also die moderne industrielle Wirtschaft vorgeprägt haben, diese Form des Wirtschaftens ja nie in Frage gestellt haben. Sie haben sich nur überlegt, wie man die Pathologien einhegt. Da komme ich auch nochmal zurück auf Karl Marx und die marxistische Systemkritik. Die marxistische Systemkritik ist nicht hinreichend, weil sie nicht die Industrie und damit den Kapitalbedarf in irgendeiner Form abbaut, sondern nur das Kapital reparieren will, indem es vergesellschaftet wird und indem man über die Vergesellschaftung hofft zu erreichen, dass man das Kapital nicht mit Renditen vermehren muss. Der viel, viel konsequentere Weg wäre, und da setzt mein Modell an, das Kapital unnötig zu machen, indem ich diese Balance herstelle, indem ich über Technologien, über Konsumweisen, über Deglobalisierungen der Produktionssysteme nachdenke, die per se weniger Kapital brauchen. Das ist kein Badeurlaub für alte Leute. Das heißt dann eben auch mit weniger und anderen Produkten auszukommen. Ja? Und dann in der dritten Stufe, also wenn ich von Subsistenz rede, sogar gar kein Kapital mehr brauche. Diese Hände, die dafür sorgen, dass Textilien und dieses Notebook länger halten, brauchen nicht Kapital, ja? Nur ganz minimale Infrastruktur. Und deswegen ist für mich eine Systemkritik, die etwas bringt und die an den Wachstumstreibern ansetzt auf der Angebotsseite, ist erst dann für mich plausibel, wenn sie die Radikalität aufbringt, überhaupt über weniger Kapital nachzudenken. Ne? Gut, dann Waffen und Land, wurde gesagt, wären eine Möglichkeit, sich für die Zukunft zu rüsten. Weil,
Genau, weil die Konzerne, die genannt wurden, vielleicht böse reagieren darauf, wenn wir ernst machen mit postwachstumstauglichen Praktiken. Also erstens bin ich Pazifist und zweitens glaube ich in keinster Weise, dass so eine Strategie irgendwie funktioniert. Warum funktioniert die nicht? Wenn ein Industriesystem zusammenbricht und Sie sich jetzt die Frage stellen, was an die Stelle dieser vormaligen Industrieversorgung tritt, dann, und damit wiederhole ich nur, was ich gesagt habe, brauchen Sie umso stärkere soziale Netzwerke. Das ist das Gegenteil von Waffengewalt. Das ist Kooperation. Das ist Pazifismus. Das ist sozusagen die Wiedererlangung einer sozialen Integrität, die in der individualisierten Konsumgesellschaft abgeschafft wurde. Denn wir haben es doch zu einer Ideologie werden lassen, dass die Freiheit darin besteht, einen anderen nicht mehr zu brauchen. Ich kaufe alles, ich besitze alles, weil und ich habe dann die Möglichkeit, das Industriesystem die Dinge ersetzen zu lassen, die vormals das Resultat von sozialer Vernetzung waren. Ich lebe in einem Mietshaus, da sind 12 so Mietsparteien, die auch in so kleinen Butzen leben wie ich. Da ist keiner mehr, der an die Tür klopft und sagt, hör mal, kannst du mir mal deinen Akkuschrauber leihen oder ich habe keinen Rotwein mehr da. Die Menschen sind so reich geworden, dieser Konsumgesellschaft, dass sie das sozusagen nicht mehr nötig haben und das wird oft als Freiheit bezeichnet. Wenn wir dieses System umkehren, brauchen wir wieder soziale Beziehungen statt diese Einkapselung in so eine Infrastruktur, die man dann natürlich kaufen können oder finanzieren können muss, die man dann am Ende auch verteidigen will. Deswegen macht es einfach keinen Sinn, sich vorzustellen, dass man mit Waffengewalt oder indem man jetzt versucht, auf Ressourcen zuzugreifen, sich irgendwie rettet. Man wird dann die anderen Menschen nicht haben, die man braucht, um gemeinsam diese Ressourcen auch irgendwie in Produkte zu verwandeln oder in Leistungen oder in Reparatur oder in Gemeinschaftsnutzung. Ne? Also gut, ich meine, die Gefahr, dass so etwas passieren könnte, die ist immer da. Aber die größte Gewalt oder die größte Gefahr, dass solche Entgleisungen oder Pathologien Platz greifen, die wird dadurch potenziert, dass wir nichts tun, dass wir einfach bis zum nächsten Crash warten. Deswegen wäre es mir lieber, gerade um Gewalt und solche Auswüchse zu vermeiden, jetzt so gut es geht, proaktiv so viele Menschen wie möglich sozusagen dazu zu bringen oder in Resonanz zu versetzen, postwachstumstaugliche Praktiken zu vollführen. Das ist für mich gelebter Pazifismus. Kriege führt, wer viel zu verlieren hat. Gucken sich die Amis an. Wer nicht so viel zu verteidigen hat, weil er oder sie die Genügsamkeit aufbringt, mit weniger auszukommen, hat weniger Gründe, Waffen zu brauchen oder Kriege auszuführen. Deswegen gibt es einen Zusammenhang. Der Satz noch. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Friedensstabilisierung und Ökonomie? Ich bin Wolf Raubach, ich bin Glücksforscher und Autor auf diesem Gebiet. Sie haben ja in Ihrem letzten Satz im Vortrag das Thema angerissen. Ich möchte das nochmal betonen, wie wichtig das ist, dass wir diesen Punkt erkennen, was da passiert. Nämlich alles, was wir tun, auch beim Konsumieren, tun wir ja, weil wir davon ausgehen, wenn wir etwas konsumieren, dass wir dann ein Stück glücklicher sind. Das heißt, Glück ist eigentlich der oberste Treiber von allem, egal was wir tun. Wir wissen aber aus der Glücksforschung, schon seit einigen Jahren, dass das alles nicht durch Konsum erreichbar ist, sondern dass ganz andere Faktoren dazu beitragen. Einige Sachen haben Sie schon genannt, aber ich glaube, wenn wir da noch mehr Aufklärung in der Gesellschaft betreiben, und wenn das immer mehr Leuten klar wird, dass unser Glück nicht von diesem Konsum abhängig ist, sondern wie wir mit anderen Menschen umgehen, was wir für uns selbst tun, wie viel Zeit wir für uns haben, dann ist das, was Sie da gesagt haben, ist dann nicht so eine große Verzichtsübung, siehe Spiegeltitel von letzter Woche, sondern das fällt dann einfacher. Das war jetzt eine Bestätigung, eine Betonung, dass ich das Thema für ganz wichtig halte. Wir haben jetzt hier noch drei Rednerinnen. Ich denke, wir machen die noch durch und dann ist auch Schluss. Ja. Mein Name ist Steffen Siegel. Meine Frage sprengt ein bisschen den Abend. Das, was Sie erzählt haben, ist großartig. Möchte ich gerne auch verfolgen. Dauert aber, was die Umsetzung angeht, sicher einige Jahrzehnte. Wenn ich also an meine Kinder denke,
dann kommt mir da ein bisschen anders in den Sinn. Wir werden in 30, 40 Jahren etwa 2 Milliarden mehr auf diesem Globus haben. Die Klimaänderung wird sich dramatisch verschärfen und, und. Die Afrikaner werden wahrscheinlich stärker nach Europa drängen. Ich kann noch viele solche Dinge aufzählen. Können Sie zu diesen Problemen, die wahrscheinlich das, was Sie erzählt haben, in 30 Jahren erschlagen wird, ein paar Sätze noch verlieren? Nochmal, ich finde es klasse, was Sie gemacht haben, möchte es in keineswegs kleinreden. Aber die anderen Probleme sind die, die mich eigentlich wirklich umtreiben. Sie haben von einer theoretischen Grenze des Wachstums gesprochen. Sie haben von einer theoretischen Grenze des Wachstums gesprochen, die auf ein ökologisch ausgerichtetes Wachstum gilt und dann irgendwie auf die Thermodynamik verwiesen. Könnten Sie das vielleicht irgendwie anschaulicher erläutern, was das für eine Grenze ist? Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Mein Name ist Christine Schaaf. Ich habe noch mal eine Rückfrage zu der Sache, die Sie sagten, was Marx gemeint habe. Weil ich habe ihn ganz anders verstanden. Und es ist auch jetzt gerade ein neues Buch erschienen, das zum Beispiel aufdeckt, dass die Arbeiterbewegung das, was Marx tatsächlich schon von Anfang an gesagt hat, die Quelle des Reichtums, die kommt aus der Natur und der Arbeit, nicht nur aus der Arbeit. Und es ging auch gar nicht um die Vergesellschaftung des Kapitals, sondern es ging darum, überhaupt die Kapitaleigenschaft von Waren oder von Dingen, also diesen Warencharakter der Dinge, die produziert werden, abzuschaffen. Es ging darum, die Entfremdung der Menschen abzuschaffen, die daraus resultiert, dass das Produkt, das sie machen, nicht ihnen gehört, nicht mit ihnen zu tun hat, sondern es wird ihre Arbeitskraft gekauft, damit sie produzieren und ein anderer sich aneignet, und zwar den größten Teil dessen, was sie produzieren. Das sehen wir heute ganz genauso, wenn wir in diese Länder gucken, in die hinein überhaupt die Produktion, das was sie so vornehmen mit langer Produktionskette oder so ähnlich. Warum wird das denn gemacht? Weil dort so billig zu produzieren ist, weil diese Menschen noch nicht geschafft haben, sich entsprechende Rechte durchzusetzen. Und insofern ist mir ihr Begriff vom Marxismus also äußerst unvollkommen oder auch falsch aus meiner Sicht, und ich würde mich sehr gerne mit Ihnen viel intensiver darüber streiten. Und ich möchte nochmal zurückkommen, Sie haben ja ganz klar gesagt, ich bin Pazifist. Ja gut, Marx war kein Pazifist. Aber trotzdem denke ich, muss man das, was gesagt wurde und was ja hier doch sehr ernst zu nehmen ist, was ist los mit den Machtverhältnissen? Wenn Sie sagen, wir sollen die Rüben im Garten anbauen, was mache ich, wenn ich kein Eigentum an Boden besitze? Was mache ich damit, dass zum Beispiel die Leute, die freckern wollen, das Bergrecht sich erschlichen haben? Weil eben dieser Staat darauf noch gar nicht eingerichtet ist, was alles passieren kann. Aber jetzt bin ich zu Ende im Moment. Ja. Ich habe übrigens irgendjemanden gerade noch übersehen, der sich als Veteran zu erkennen gab, der sagte, er würde schon seit Jahren, ich habe in dem vorletzten Blog gerade, der sagte, es gibt politische und juristische Barrieren, die es so schwer machen. Ich habe ihn jetzt gerade aus dem Auge verloren, aber ich wollte das nicht unterschlagen. Na, was denn sonst? Sie haben sowas von Recht. Absolut Recht haben Sie. Diese Barrieren gibt es. Ich meine, was soll ich Ihnen jetzt mitteilen, dass Sie das nächste Mal die richtige Partei, Sie tun das sowieso, oder auch nicht, die richtige Partei wählen, tun Sie natürlich nicht, weil es Sie nicht gibt. Okay, wir haben dasselbe Problem. Ich bin keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ein kleiner Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann nicht auf jede Frage eine Antwort geben. Glauben Sie mal bloß nicht, dass ich mit dem politischen und juristischen System, auf das Sie gerade rekurrierten, irgendwie einverstanden bin. Ich habe hier gerade auch ein paar Mal deutlich gemacht, dass politischer Widerstand heute, wenn er friedlich ist,